Okay, ich bin hier zwar nicht Hausherrin, aber ich mache jetzt trotzdem mal die Begrüßung. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der Veranstaltung Gutes Geld im Rahmen der Nacht für Nachhaltigkeit. Ich bin mit meiner kleinen Firma Climonomics hier im Netzwerk Bildung für nachhaltige Entwicklung und wir haben vor anderthalb Jahren hat sich dieses Netzwerk gebildet. Wir haben dann irgendwann gemerkt, wir müssen dem Netzwerk irgendwie Inhalte geben, wir müssen ein gemeinsames Projekt anstoßen, sonst ja, bleibt man irgendwie am Diskutieren und man kommt nicht wirklich weiter. Und wir haben alle die Erfahrung gemacht in dem Netzwerk, dass es in Tübingen ganz furchtbar viele Veranstaltungen immer gibt, die aber oft unkoordiniert laufen, man immer wieder die gleichen Gesichter sieht, wenig neue Leute erreicht und haben jetzt gedacht, wir probieren mal ein ganz neues Konzept mit der Nacht der Nachhaltigkeit, wo man wirklich alle Veranstaltungen bündelt an einem Abend und auch so ein bisschen das Erleben und Entdecken, das Genießen vielleicht in den Mittelpunkt steckt und eben nicht nur trockene Informationen von mir aus in dem Uni-Hörsaal vermittelt, sondern wirklich so ein bisschen was Lebenswertes an einem Abend macht. Genau, wir haben uns dann sehr gefreut, dass Oikos sich bereit erklärt hat, das Thema nachhaltige Finanzen, zukunftsfähiges Wirtschaftssystem in den Fokus zu nehmen, dazu eine Veranstaltung zu organisieren. Das ist eine der wenigen Veranstaltungen in der Nacht der Nachhaltigkeit, die sich mit der Wirtschaftsdimension auseinandersetzt. Und daher freut es mich sehr, dass hier jetzt auch so viele Teilnehmer gekommen sind. Ich denke, das ist wirklich eine super Resonanz. Und genau, ich möchte Sie auf jeden Fall auch einladen. Es gibt die Gelegenheit, zwischendrin die Veranstaltungen der Nacht der Nachhaltigkeit zu wechseln. Wir haben noch fast 20 weitere Veranstaltungen in ganz Tübingen verteilt, wo Sie weiter entdecken können, weiter gehen können durch die Stadt. Und sonst die letzte Gelegenheit wäre auf jeden Fall um 5:45 Uhr die Abschlussrede, der Abschluss der Nacht mit Oberbürgermeister Boris Palmer auf dem Marktplatz, wo wir alle nochmal zusammenkommen wollen und einen letzten symbolischen Schlusspunkt um 5:45 Uhr setzen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei der Diskussion. Ich bleibe ein bisschen da, ich muss nachher aber leider noch weiter, aber genau, viel Spaß und ja. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen im Namen von Oikos Tübingen, die Podiumsdiskussion hier heute Abend mitorganisiert haben. Oikos Tübingen ist eine studentische Organisation, die hier 15 bis 20 Mitglieder zählt, aber wir haben ein weltweites Netzwerk hinter uns und wir alle setzen uns dafür ein, dass der Aspekt der Nachhaltigkeit im Wirtschaftsstudium verankert wird. Und da ist es ganz passend, dass wir hier auch an der Langen Nacht der Nachhaltigkeit teilnehmen und wir haben uns sehr gefreut, dass wir von Frau Lücke angesprochen wurden, ob wir nicht das Finanzsymposium, das sie sich wünschte, hier organisieren könnten. Und die Veranstaltung heute Abend ist, was wir daraus gemacht haben. Es geht um unser gutes Geld und wir hoffen auf eine sehr spannende Diskussion. Ich freue mich, dass Sie wirklich alle gekommen sind und hoffe, dass Sie es nicht bereuen werden und dass wir uns noch mal sprechen nachher. Guten Abend auch von meiner Seite. Herzlich willkommen im Weltethos-Institut. Mein Name ist Christopher Gohl. Ich arbeite hier am Weltethos-Institut als wissenschaftlicher Assistent und ich darf Sie heute Abend durch den Abend führen. Ja, wir haben ein bisschen ungewohnte Sitzordnung hier, weil wir das Ganze mal öffnen wollten, mal was anderes probieren wollten, nicht so den typischen Frontalunterricht, den wir in anderen Veranstaltungen haben, wo das Podium sich da hinten befindet, sondern mal versuchen und experimentieren, wie das so ist, wenn man sich so ein bisschen in den Kreis öffnet. Und wir wollen in der zweiten Hälfte dieser Veranstaltung dann auch einsteigen in eine Fishbowl-Diskussion. Das heißt, dass Sie dann auch hier mit diskutieren können, einfach hoch aufs Podium können und mitdiskutieren. Bevor es soweit ist, wollen wir uns aber mit illustren Gästen aus der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Wirtschaft unterhalten, und zwar über die Frage nach dem Geld, nach dem guten Geld und vor allem aber auch nach den Fragen der Krisen, die dieses Geld erfasst haben. Wir haben am 15. September 2008 erlebt, dass eine Bank bankrott ging, bankrott erklärt hat, Lehman Brothers, und dann folgte oder wurde aus der Subprime Mortgage Crisis, die es bis dahin war, eine Finanzkrise, schnell eine internationale Finanzkrise, die auch Europa erfasst hat, die in Europa dann zum Teil als Währungskrise, als Eurokrise verstanden wurde, dann auch als Staatsschuldenkrise. Mittlerweile reden wir auch über die Frage, haben wir nicht auch eine Geld- oder eine Geldsystemkrise? Und
diese Krisen, die uns seit 5 Jahren begleiten, die seit 5 Jahren sagen, der gefühlte Dauerzustand sind, die wollen wir uns mal anschauen und schauen, was steckt denn eigentlich dahinter und wie können wir eigentlich das Argument jeweils verstehen, was da passiert und wie die eine Krise in die andere reinfüttert und welche Krise nur das Symptom einer anderen Krise ist. Und da hoffen wir uns heute Abend ein bisschen Aufklärung. Ich selber auch, bin gespannt. Und ich möchte beginnen heute Abend mit Herrn Lamperter, der sitzt schon in der Mitte, von der Kreissparkasse Tübingen, einer der Sponsoren für heute Abend. Herzlichen Dank. Die Kreissparkasse ist ja eine Bank, die sich lokal auch immer verpflichtet fühlt, die sich sozial engagiert und die den Dialog mit der Öffentlichkeit führt. Und wir sind froh, dass Sie heute Abend da sind. Herzlich willkommen, Herr Lamperter. Herr Lamperter, vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht mal beschreiben, wie sich diese Krisen eigentlich abgespielt haben oder abgewickelt haben, dass wir eine Einführung haben, wann welche Krise kam und was es mit diesen Krisen eigentlich auf sich hat. Also 2008, sagen die Bankenkrise, die sehen Sie ja auch, die Bankenkrise. Dann ging es weiter mit einer Finanzkrise. Oder erzählen Sie uns so ein bisschen, was gelaufen ist seit 2008 und wie das Ihr Geschäft und die Wahrnehmung Ihrer Bankentätigkeit bei Ihren Kunden vielleicht auch beeinflusst hat. Ja, guten Abend zunächst mal. Das Mikro funktioniert, das war der Test. Ich hoffe, ich mache nicht dran rum. Sehen Sie mir bitte eine gewisse Nervosität nach, das ist ungewohnt, zu solchen Fragen, die nicht zu meinem täglichen Brot gehören, zu antworten. Ja, wie kam es zu der Krise? Das haben Sie sauber hergeleitet. In den jüngeren Vergangenheit, so die letzten Wochen, Monaten, hat man fast so ein bisschen den Eindruck, welche Krise eigentlich überhaupt. Es werden gar keine Banken mehr gerettet. Es gehen keine Banken mehr pleite. Irland will den Rettungsschirm verlassen. Spanien kündigt Ähnliches an. Die Zinsen für Staatsanleihen sind im Sinkflug begriffen. Also alles wieder normal. Das wäre so, ja, vom Ausbruch der Krise bis jetzt aktuell. Und genau in so eine Phase hinein, und das beschäftigt uns unglaublich stark, senkt die Europäische Zentralbank erneut den Zins auf ein wiederum Rekordniveau. In Klammer, das ist sicher etwas, was wir gelernt haben seit 2008. Rekorde, Negativrekorde, im Moment jetzt eben der niedrigste Zins, den wir jeweils hatten. Von Seiten der EZB 0,25, der Schwabe würde sagen nichts. Genauso viel gibt es auch für Einlagen, nämlich nichts. Und das ist für uns als Bank, als Kreissparkasse, wie auch für viele anderen, insbesondere lokal Tätige, eine ganz große Herausforderung, dass die Menschen bei uns sind und etwas betröppelt, wenn Sie mir den Ausdruck erlauben, reinschauen. Diese Krise im Moment zu managen, das ist die größte Herausforderung, die insbesondere dann natürlich auch große Auswirkungen hat in einem Volk der Sparer, also den Schwaben. Wenn man auf das Alter was zurücklegt, dann hofft man eigentlich auf einen Zins- und Zinseszinseffekt und der ist sehr kümmerlich im Moment. Und das führt dann vielleicht für den einen oder anderen zu der gefühlten Geldsystemkrise, nämlich nicht mehr in Geld gespart wird, sondern Alternativen dazu herangezogen werden. Beton, Gold, vielleicht auch physisches Gold, Edelmetalle jedweder Art oder in Getreide der eine oder andere. All das sind Substitutionen, weil der Zins nicht mehr vorhanden ist. Das ist die größte Herausforderung meines Erachtens, führt auch zu Fehlallokationen. Gleichwohl die Bedeutung des Geldes als das, was man täglich benutzt, um eben nicht Zigaretten zu nehmen oder landwirtschaftliche Produkte, sondern den ganz normalen Warenverkehr zu organisieren, da sehe ich keine Krise. Deswegen finde ich das Wort Geldsystemkrise etwas hochtrabend. Eine Krise, eine Geldkrise in dem Sinne, dass wir im Moment immer noch eine sehr, sehr hohe Staatsverschuldung haben, der mit einer Bankenregulierung nach der anderen versucht wird, Herr zu werden, das sehe ich. Meines Erachtens, wenn Sie mir das erlauben, als Vorstand einer mittelgroßen Sparkasse,
Ich würde mir wünschen, dass Investmentbanker stärker an die Kandare gelegt werden und dass Hedgefonds endlich mal gezügelt werden. Aber was wir erleben ist, dass ein Haus unserer Größe 10 bis 15 Personen zusätzlich einstellen muss, um Immobilien hier in Tübingen neu einzuschätzen und ähnliche Dinge mehr. Das macht das Weltwährungssystem nicht sicherer, sondern eher anfälliger, wenn alle gleich sich verhalten müssen. So eine erste Einschätzung, wie Sie die Krise wahrnehmen. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, die Bankenkrise sieht eigentlich, weil sich vieles zum Guten wendet, Banken zum Teil ja auch zurückzahlen, wie ihnen geholfen wurde. Trotzdem sehen Sie noch gewisse Auswirkungen durch die Niedrigzinspolitik der EZB und durch die Konsequenzen, dass dann Leute eben in andere Werte flüchten, sozusagen Immobilien, Gold, Betongold und so weiter. Herr Schnaas, ich würde Sie gerne fragen, Sie sind leitender Wirtschaftsredakteur Chefreporter und Autor der Wirtschaftswoche. Sie beobachten das Geschehen jede Woche und kommentieren es kundig. Auch Sie haben sich zum Thema Geld außerdem verdient gemacht mit einer kleinen Kulturgeschichte des Geldes. Ein Buch, was großes Aufsehen und da zumindest den Fachexperten gefunden hat, weil Sie dort mit den Regeln sozusagen der Nationalökonomie brechen und auf 2700 Jahre Geldgeschichte zurückblicken. Und wie hören Sie das, was Herr Lampater sagt? Ich möchte Sie auch gleich bitten, dass Sie versuchen, mal Licht ins Dunkel zu bringen, dann im großen Schritt vielleicht von Herrn Lampater hin zu dem, was Sie meinen mit, ich zitiere Sie, mit der Krise des finanzmarktliberalen Staatsschuldenkapitalismus. Also ein großes Wort. Finden Sie mal von Herrn Lampater zum finanzmarktliberalen Staatsschuldenkapitalismus. Ich will es mal versuchen zumindest. Vielen Dank erstmal, schönen guten Abend. Ja, dass wir die verschiedenen Begriffe Bankenkrise, Geldkrise, Staatsschuldenkrise, Eurokrise, Währungskrise beinahe synonym benutzen, hat ja nicht damit zu tun, dass wir alle zu wenig FAZ lesen oder zu wenig Wirtschaftswoche und alle unkundig sind, sondern damit, dass dieses Synonyme tatsächlich einen tieferen Grund hat. Wenn Banken heute Staaten kapitalisieren, dann haben wir es mit Staaten zu tun, die Banken kapitalisieren. Um Staaten zu kapitalisieren, die Banken kapitalisieren. Das heißt, das können wir jetzt ad infinitum fortführen. In dieser Verklammerung allein sehen wir bereits, dass wir selbstverständlich mit einer Systemkrise zu tun haben. Was soll es denn sonst sein? Diese Systemkrise äußert sich eben darin, in dieser sehr unguten Verklammerung zwischen dem, was Staaten tun und dem, was Märkte tun. Beide machen ihre Aufgabe eben nicht mehr so, wie sie machen müssten. Es ginge darum, die funktionsfähren Staat und die funktionsfähre Markt wieder klarer voneinander zu trennen. Das wäre ein Schritt in Richtung Lösung dieser Finanzmarktkrise. Diese Verquickung von Staatsschulden und diese Verquickung der Sphäre Markt ist das, was ich eben nenne, finanzmarktliberaler Staatsschuldenkapitalismus. Wir haben es auf der einen Seite mit einem liberalisierten Finanzmärkten zu tun, die aber nichts anderes letztlich sind als Lizenznehmer von Staaten, die von ihnen Geld haben müssen. Und diese Verklammerung zu lösen, halte ich für eine essentielle Aufgabe. Der zweite Punkt ist, wir sehen es bei der Krisenbewältigung, die ja seit 5 Jahren, ich muss dort widersprechen, nicht gelingt. Sehen wir, dass wir selbstverständlich mit dieser unguten Verklammerung zu tun haben. Alle Maßnahmen, die seitens der EZB oder auch der Politik, leider ist das ja heute auch synonym zu gebrauchen, geleistet werden, um die Krise zu lösen, sind die gleichen Maßnahmen, die die Krise zugleich auch verschärfen. Da stimme ich Herrn Lampater unbedingt zu. Der Kredit ist das, was wir den Preis des Geldes nennen.
dieser Preis des Geldes existiert nicht mehr. Erst wenn der Preis des Geldes einen vernünftigen, 4-5% hat, wenn es etwas kostet, sich Geld zu leihen, auch für Staaten sich Geld zu leihen, erst dann gehen sie sorgsam mit diesem Geld um. Kredite aber, und das ist der nächste Punkt, den ich vielleicht noch klar machen möchte, was systemisch faul ist, was systemisch krank ist. Kredite sind etwas Wunderbares. Sie zaubern ein Stück der Zukunft ins Heute. Aber sie zaubern ein Stück der Zukunft nur dann ins Heute, wenn sie gleichzeitig das Versprechen einlösen, dass sie irgendwann wieder mal zurückgezahlt werden. Davon kann heute überhaupt keine Rede mehr sein. Kredite werden heute explizit nicht mehr aufgenommen, um sie zurückzuzahlen, sondern sie werden aufgenommen, um die Schulden immer wieder in die Zukunft zu verzeitlichen. Das ist der Kern der Krise. Vielleicht so viel zum Einstieg. Ja, danke. Das heißt, die ziehen die Staaten mit rein, die Staatsschulden haben, sich dann bei Banken das Kapital wiederholen, dann die Banken rausholen müssen und so weiter. Und das macht das Ganze dann in ihrer Sicht zur Systemkrise auch einstweilen ja auch plausibel. Oder Herr Münch ist von der GLS, von der Genossenschaftsbank GLS und ich habe mir angeschaut, die GLS heißt Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken. Sie wurde 1974 gegründet und war die erste deutsche Bank eigentlich mit ethischen Absichten oder sozialökologischer Verpflichtung und Sie sind dort seit einigen Jahren, nachdem Sie zunächst bei der Dresdner Bank waren, davor vielleicht bei der Landesgirokasse tätig und zwar als Filialleitung, Regionalleitung der GLS Bank. Auch Sie haben heute Abend hier die Reihe betreut oder gesponsert. Herzlichen Dank dafür und jetzt sind wir gespannt auf Ihre Meinung oder Ihre Einschätzung. Sehen Sie es wie Herr Lamperter, der Kollege aus der Bank, sehen Sie es wie Herr Schnaas, der da eine größere Krise vermutet? Wo sehen Sie die Krisen und wo, glauben Sie, muss besser hingeschaut werden? Ja, das sind große, große Fragen. Kann man mich hören? Überhaupt nicht. Schwierig. Wir hatten vorher schon mal, jetzt ist es plötzlich besser. Ich versuche es einfach weiter und Sie sagen, wenn es nicht funktioniert. Das sind große Fragen. Ich habe es vorher schon gesagt, der Nicht-Akademiker in der Runde. Ich bin Praktiker, ausgebildeter Bankkaufmann, Bankfachwirt noch ein bisschen nebenher studiert. Derjenige oder diejenige, die unter Ihnen sind, das auch gemacht hat, wissen, was das so bedeutet, nebenberuflich sich da auf den Weg zu machen. Ich versuche mal den Blick so aus der GLS-Bank heraus zu entwickeln, wenn um Geldkrisen, Finanzmarktkrisen oder Geldordnungskrisen diskutiert wird. Also wir glauben, dass es im Wesentlichen einmal eine Verwendungskrise ist und eine Verwendungskrise insofern, als dass wir systemisch organisiert haben, dass die Verwendung des Geldes relativ bis ganz anonym bleibt. Was meine ich damit? Wenn Banken heute Kredite vergeben, wir hatten es gerade gehört, wenn Banken heute Kredite vergeben, ist es eigentlich nicht ersichtlich von außen, wofür sie diese Kredite vergeben. Also das stecken keine öffentlichen oder Veröffentlichungen dahinter, welche Kriterien Banken anlegen, um Kredite zu vergeben, also zum Beispiel sozialökologische Kriterien. Das ist für uns ein wesentlicher Punkt, dass Transparenz in das Bankgeschäft hineingehörte, damit Anleger, die Geld zur Bank bringen, in die Lage versetzt werden, nachzuvollziehen, unter welchen Kriterien die Bank ihr Geld verwendet, ihre Einlagen, die anvertraut werden den Banken, unter welchen Kriterien sie nachher Kredite vergibt. Wendet sie überhaupt irgendwelche Kriterien an, sozialökologischer Natur oder nicht? Und wenn ich so zurückblicke mit dem Wissen, was ich habe, so Anfang der 70er Jahre, als dieser Goldstandard aufgehoben wurde und ich mir die Geldmengenkurven anschaue, was sich da seit Anfang der 70er bis heute entwickelt hat, das sind ja immense Bewegungen. Man spricht ja heute, wenn ich das richtig im Kopf habe, von dem 8- bis 10-fachen an Geldmenge, was um den Orbit herumschwirrt im Verhältnis zu dem, was wir an Gütern und Dienstleistungen produzieren. Ich weiß nicht, ob es da einen Widerspruch gibt. Das 8- bis 10-fache soll praktisch reines Geldvermögen, Finanzvermögen sein, was sich mit sich selber beschäftigt, also Geld mit Geld zu verdienen, im Verhältnis zu dem, was wir Güter und Dienstleistungen produzieren. Also es herrscht eine
Es ist eine Unmenge an Geldvermögen vorhanden. Es ist nur die Frage, an welcher Stelle wird dieses Geld eingesetzt und zu welchen Zwecken. Und ist es denn bekannt und transparent, unter welchen Bedingungen dieses Geld eingesetzt wird? Und das ist für uns eine der zentralen Fragen, wie es zu diesen Krisen kommen kann. Und dann sind wir eigentlich auf einer vielleicht ganz anderen Ebene, nicht auf dieser reinen Betrachtung einer Geld- oder Geldsystem- oder Finanzmarktkrise, sondern vielmehr einer ganz anderen Krise von uns Menschen, wie wir glauben, Gesellschaft gestalten zu können. Also haben wir Zukunftsbilder darüber, was wir in 5 oder 10 oder 15 Jahren als Gesellschaft haben wollen. Oder um es konkreter zu machen, haben wir ein Zukunftsbild von wir Banken, Bankverbände, Genossenschaftsverbände, Sparkassenverbände, welchen Beitrag wir in 5 oder 10 oder 15 Jahren leisten wollen, damit dieses System gesünder wird. Vielleicht soweit der Erklärungsversuch, was wir dazu sagen an einem Punkt. Ich bin gespannt noch, Sie hatten im Vorfeld ja auch eine Vision oder ein Bild gezeichnet des real existierenden Kapitalismus, der eher düster und dunkel war. Ich zitiere mal, Sie hatten Kafka selber zitiert und ich lese das Zitat vor. Der Kapitalismus ist ein System von Abhängigkeiten, die von innen nach außen, von außen nach innen, von oben nach unten und von unten nach oben gehen. Alles ist abhängig, alles ist gefesselt. Kapitalismus ist ein Zustand der Welt und der Seele. Soweit Franz Kafka. Aber Sie haben das benutzt als Zitat, um darzustellen, was Ihr Bild des jetzigen real existierenden Kapitalismus ist. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, das ist richtig. Also ich möchte auf gar keinen Fall in irgendeiner Apokalypse stecken bleiben. Das ist nicht Absicht gewesen, dieses Zitat zu verwenden, sondern vielmehr darauf hinzuweisen, dass wir in einer Krise stecken, zweifellos, vielleicht in einer mehr im sozialen, menschlichen gedacht Krise, als in dieser reinen Betrachtung der monetären Finanzmarkt- oder Geldordnungskrisen. Und diese Krise beinhaltet aus unserer Sicht und auch für mich persönlich eigentlich eine Riesenchance, die wir haben. Wir sind in einer geschichtlichen Phase angekommen, in der wir noch nie so frei waren, um über solche Dinge offen zu diskutieren und vielleicht tatsächlich Zukunftsbilder zu entwickeln. Darüber, wie ein Finanzmarkt, welche Aufgaben Banken haben sollen, welche Aufgaben finanziert werden sollen, welche Zukunftsbilder wir in der Gesellschaft entwickeln. Also insofern steckt eine Riesenchance in dieser Krise und es liegt letztendlich an den Menschen, weil die Systeme sind von Menschen gemacht und nicht vom Himmel gefallen. Es gibt kein Naturgesetz, das uns sagt, Geld ist so, wie wir es im Moment erleben in seiner Verwendung, sondern wir sind immer Entscheider darüber, was wir einkaufen, welcher Bank wir Geld geben, ob wir uns darüber informieren oder nicht informieren. Natürlich die Frage, können wir uns informieren, ist es transparent, da bin ich wieder am Ausgangspunkt, oder ist es eben nicht transparent, worüber und wofür Banken Gelder, die sie anvertraut bekommen, einsetzen. Professor Brodbeck, da sind wir bei Ihnen, nämlich bei der Frage, wie stellen wir uns eigentlich Geld auch anders vor? Wo haben wir heute blinde Flecken? Professor Brodbeck ist Geldkritiker, Geldvisionär, der mit seinen Arbeiten zu den ethischen Grundlagen des Geldes seit Jahren einen wichtigen Beitrag nicht nur zum wissenschaftlichen Diskurs leitet, sondern auch zur Aufklärung. Sie werden hier bei den Studenten ja häufig gelesen und zitiert. Sie sind Vorsitzender des Kuratoriums der Fairness-Stiftung und beschäftigen sich unter anderem mit buddhistischer Ethik oder Wirtschaftsethik, was uns hier am Welt-Ethos-Institut natürlich freut, aber vor allem dann auch eben mit der Frage von Wirtschaftsbildern, von Geldbildern, von der Geldwirtschaft. Sie haben ein Buch geschrieben, Die Herrschaft des Geldes. Wie nehmen Sie den Ball auf von Herrn Münch und beschreiben uns, wo wir blinde Flecken haben oder in welche Richtung wir denken können? Erstmal schönen guten Abend. Ich war im letzten Jahr auf 2 Tagungen, die zum Thema hatten, Krisen, das Sprechen über Krisen in Paderborn und in Linz war eine Tagung, die greift fast schon das auf, was Sie formuliert haben, Krise, welche Krise, Fragezeichen. Gefühlte 400 Krisenbegriffe habe ich mit nach Hause genommen und wenn ich die konfrontiere mit einem 30-jährigen Studium der geldtheoretischen Literaturen, da füge ich noch ungefähr gefühlte 500 Gelddefinitionen hinzu. Dann können Sie sich vorstellen, was hier für ein Chaos an Denkformen und Vorstellungen herrscht. Ich will es also auf 1, 2 Punkte reduzieren. Die Frage war, hier gibt es sowas wie eine Geldsystemkrise.
Nun, es gibt nicht das Geldsystem. Wir haben viele Staaten oder Staatenkomplexe, die haben bestimmte Währungen und die sind ungefähr nicht erst seit 2008 oder 2007 eigentlich genauer gesprochen in eine Krise eingetreten, sondern das zeichnet sich schon sehr viel länger ab. Ja. 1971, die Freigabe der Wechselkurse war ja nur ein Schritt, der schon als Lösung für eine Krise gedacht war. Das heißt also, hält das Geld überhaupt das, was es verspricht, was die nationalökonomische Theorie, die ökonomische Theorie verspricht? Hält das das Geld? Wenn wir uns die ökonomische Theorie angucken, was hat die eigentlich zu den Krisen zu sagen gehabt? Es gibt ein, zwei Namen, die gehandelt werden, die hätten es vorausgesehen. Aber wenn Sie ein paar Millionen Ökonomen haben, die jährlich unendlich viele Prognosen abliefern, da finden Sie immer ein paar, die irgendwas schon vorausgesagt haben. Die Ökonomie als Wissenschaft, als Disziplin, und das ist 2008 sichtbar geworden, hat fundamental versagt. Sie ist nicht in der Lage zu erklären, worum es geht. Sie ist nicht in der Lage, Geld zu erklären. Und wenn Sie sich angucken, was in den Finanzmarktmodellen, das ist ja jetzt sozusagen der engere Fokus, auf den wir uns hier konzentriert haben, was in den Finanzmarktmodellen beschrieben worden ist von der Chicago-Schule, jetzt ist schon wieder Nobelpreis für einen vergeben worden, der genau aus dieser Richtung kommt, was für Ideen da drin steckten, dann ist das nicht abseitige Elfenbeinturmwissenschaft, das muss man mal ganz klar sagen, sondern wird angewandt in vielen Banken, wenn Sie zum, nicht bei den anwesenden Bankern hier, bei anderen Bankern, wenn Sie als Anleger hingehen, da klappt Ihr Berater erstmal einen Laptop auf und da sehen Sie so schöne Kurven, eine Markowitz-Kurve und dann sehen, können Sie sich vielleicht in irgendwelche derivativen Geschäfte einsteigen. Das alles ist angewandte Finanzmarkttheorie mit der Behauptung, wir können im Prinzip den Durchschnitt von Märkten vorhersagen, wir bieten Anlageformen, die Risiko und Ertrag trennen. Das war die große Hoffnung, die große Philosophie, die in den Ende der 80er Jahre losging und wo sehr viele Privatanleger auch drauf eingestiegen sind. Diese winzige Teilkrise ist geplatzt 2008. Ich merke aber überhaupt nichts im Banksystem, dass sich an der Beratungsleistung etwas geändert hat. Man wendet wieder immer noch dieselben Modelle an und tut so, als ob sie funktioniert hätten. Das ist also für mich ein ganz wichtiger Punkt. Die Krise ist für mich zuallererst eine Krise im Denken, eine Krise des Begreifens von Geld, eine Krise der nationalökonomischen Theorie, aber nicht nur das. Vielleicht noch einen ganz kleinen Hinweis, weil die Verschuldung angesprochen worden ist. Das ist auch so ein Bild. Ja. Etwas, was wir in den 30er Jahren gelernt haben, aber was irgendwie in der akademischen Disziplin zu schweigen von der breiteren Wirtschaftspresse, anwesend, die immer ausgenommen, nicht angekommen ist, ist ein einfacher Zusammenhang, den man in der Buchführung lernt. Es gibt eine aktive und eine Passivseite und die müssen am Ende gleich lang sein. Und wenn es Schulden gibt, dann gibt es auch Vermögen. Wenn man immer sagt, wir versündigen uns an unseren Enkelkindern, wir verschulden uns. Jeder Schuld steht ein Vermögen gegenüber. Und dieses Vermögen wird auch vererbt an unsere Enkel. Das wird aber verschwiegen. Eine Schwierigkeit bei diesen niedrigen Zinssätzen ist, dass man das Vermögen nicht mehr unterkriegt. Sie finden keine Anlageformen mehr. Das ist der Witz. Ja? Das scheint mir der Hauptwitz zu sein an der Sache. Und wenn wir das jetzt über weitere Verschuldungen und über Geldmengen spritzen, wenn man diesen Schuldenberg weiter auftürmt, der eine ungeahnte Höhe erreicht hat, also Ihre Zahl, die Sie genannt hat, könnte ich vielleicht auch eine ergänzen, allein die derivativen Papiere machen das Zehnfache des Weltbruttosozialprodukts aus. Ja, das ist eine Schuld, das sind Schulden. Aber dem steht auch eine Forderung gegenüber, ein Vermögen. Natürlich eine sehr zweifelhafte. Und was passiert mit so einem System? Das haben wir historisch ein paar Mal beobachten können. Irgendwann können wir nicht mehr genügend Luft reinpumpen, sprich Geld, und dann bricht so ein System zusammen. Das ist die ganz einfache Logik an dieser fundamentalen Krise. Viel, viel tiefer ist allerdings eine Krise, die mit der Geldverwendung selbst zu tun hat und die jetzt auf dem Pranger steht, wo ein großes Fragezeichen da ist. Wir erleben einen Währungskrieg weltweit. Chinesische Währung gegen amerikanische, gegen Euro und so weiter. Und in diesem Währungskrieg tut sich jetzt plötzlich was ganz Seltsames. Erstens wird das
Gold remonetarisiert, zum Teil auch das Silber. Und plötzlich hat sie eine völlig neue Währung herausgebildet, wo man zunächst gesagt hat, das ist eine typische Internetspinnerei, die Bitcoins. Die Bitcoins boomen ungeahnt, vorläufig rein als Vermögenstitel. Und was habe ich vor 2-3 Wochen gelesen? China steigt in großem Umfang ein auf den Bitcoin-Markt. Das heißt, da bereitet sich eine fundamentale Änderung der gesamten globalen Geldordnung vor, die so stillschweigend und unterirdisch passiert. Und das ist nicht einfach eine Krise, das ist schon eine Revolution. Ich weiß nicht, ob sich die Bitcoins durchsetzen, aber irgendeine andere Internetwährung wird das. Google will jetzt auch irgendeine Währung einführen und so weiter. Also da passiert etwas, wo wir sagen müssen, das kann man nicht einfach leugnen, wenn man auf den Globus blickt. Und wenn wir dann wieder auf unseren Bauchnabel blicken und nach Deutschland schauen und nach Europa schauen und sagen, wir haben eine Euro-Krise, dann sollte man nicht vergessen, dass das nur ein Teil eines weltweiten Geldsystems ist. Vielleicht so viel. Danke Ihnen, Professor Brodler. Könnten Sie noch schnell erläutern, Bitcoin, was wir uns darunter vorzustellen haben? Bitcoin ist eine elektronische Währung, die auf eine ganz spezielle Art und Weise generiert wird. Da gibt es eine Höchstgeldmenge, die irgendwie im Ziel erreicht wird. Sie können alle daran teilnehmen. Jeder kann selbst Bitcoins generieren. Nur die Möglichkeit, tatsächlich erfolgreich Bitcoins am Markt unterzubringen, ist nahezu unendlich klein. Da brauchen es riesengroße Maschinen, müssen rechnen. Das ist wie eine Art Lotterie. Die Verwendung von Bitcoin ist von niemand kontrolliert. Der größte Vorwurf gegen Bitcoins ist, ja typisch, da werden sich sofort die Drogenbosse draufstürzen, weil sie keinerlei Kontrolle mehr haben. Aber die Idee ist eben, dass es eine Währung ist, die vollkommen unabhängig ist von allen Staaten, die Tausch- und Kaufaktionen weltweit, später auch für Vermögenstransaktionen organisieren kann, ohne dass eine Bank überhaupt dazwischen treten kann, ohne dass Banken auch Kredit vergeben können in Bitcoins, sondern es ist eine reine idealisierte Währung, die aus dem alten liberalen Gedankengut kommt, wo man ideale Märkte konstruiert hat mit einem idealen Geld, das niemand verändern darf und niemand manipulieren darf. Steigen wir vielleicht nachher nochmal ein in die Frage, wo Geld eigentlich herkommt, wie man Währungen auch erfinden kann oder was mit Privatwährungen auf sich hat. Das möchte ich aber noch ein Stück weit zurückstellen, möchte unseren letzten Podianten begrüßen, den Bernd Villauer, ein alter Bekannter hier in den Räumen, denn er unterrichtet am Weltethos-Institut Geldethik und ein Seminar, was sich über 4 Semester hinzieht, ist gelernter Kaufmann, arbeitet hier als Wissenschaftslektor am Nahverlag, einem mittelständischen Verlag hier in Tübingen, kennt also die realwirtschaftliche Seite, ist aber auch studierter und promovierter Philosoph, der reflektieren kann, was er tut. Dr. Villauer, was nehmen Sie wahr aus dieser Diskussion, Krise, Krise, Krise? Wir haben jetzt gerade noch von Herrn Brodbeck gehört, es gibt sozusagen auch eine Wissenschaftskrise oder mindestens eine Wirtschaftswissenschaftskrise. Wir spielen offenbar am Markt oder mindestens die Finanzleute spielen am Markt Spiele aus der neoliberalen Schule aus Chicago. Und dort hat es ganz reale Folgen, mit ganz realen Folgen. Welche Krisen sehen Sie? Wie machen Sie Sinn zwischen der philosophischen Reflexion und Ihren realwirtschaftlichen Erfahrungen im Alltag? Ja, ich bin zu verstehen. Gut. Ich bin Philosoph und reflektiere, was ich tue. Das ist schön zu hören. Ich versuche das tatsächlich. Ich würde gerne damit beginnen, dass ich nochmal zu diesem Krisenbegriff was sage. Also sagen wir mal, Antworten auf die Krise hängen oft damit zusammen, wie wir die Krise grundsätzlich einschätzen. Und ich will dazu auffordern oder anregen, die Krise vielleicht gar nicht so sehr als den Ausnahmezustand zu sehen, sondern eher als das Normale. Also wenn man in die Wirtschaftsgeschichte ein bisschen zurückschaut, dann drängt sich mir der Eindruck auf, dass es eine ziemlich haarsträubende Konstruktion ist, zu sagen, wir hätten einen Normalzustand, den Frieden, der funktioniert, alle sind glücklich, alle sind gut versorgt und dann kommt die böse Krise und alles wird also reingerissen, das ist alles ganz schwierig und nun gibt es die schlauen Leute in der Philosophie oder der Wirtschaftswissenschaft, die haben die Antwort darauf und die sagen, wir haben im Augenblick 2 große Fraktionen, die einen sagen mehr Markt, ja, diese ganzen Regulierungen, Bündeln oder dieses Festhalten von Kräften, das kann uns nichts nützen. Die anderen sagen, mehr Staat, ja, wir brauchen viel mehr Regulierung, wir müssen mehr Kontrolle haben, die Geldmengen und so weiter, das geht alles aus dem Ruder. Ich glaube, diese Antworten, diese sehr, ja, so schwarz-weiß Antworten,
hängen damit zusammen, dass man glaubt, man könnte zu so einer Art Harmonie und Normalzustand zurückkommen. Also darauf würde ich gerne kurz hinweisen, wenn wir über die Krise reden, dann haben wir oft schon im Blick, was ist eigentlich die Normalität. In meiner Optik ist es so, dass die Krise die Normalität ist und dass wir quasi Inseln der Ruhe immer mal wieder erreichen können. Und wir sollten vielleicht darüber reden, was für Inseln der Ruhe sind das, was für eine Art von Harmonie entsteht da und für wen. Denn wenn wir hier so ein bisschen vollmundig über Krise diskutieren, betrifft es ja in den seltensten Fällen uns, wie wir hier sitzen. Ja? Wir leben auf einer Insel der Seligen. Wir haben von der Krise und von vielen Aspekten eher profitiert hier in Deutschland. Ja? Die Krise findet woanders statt und das ist ja auch die Optik, die man versucht zu verbreiten offiziell. Nicht? Also beruhigt euch Leute, nicht? Wir kümmern uns drum, aber die Krise wird euch nicht wirklich am Schnawittchen packen. Also das heißt, meine Hoffnung wäre, dass wir in der Diskussion erstens darüber sprechen, was ist eigentlich normal, ja, und was ist der krisenhafte Zustand und für wen ist es ein krisenhafter Zustand. Denn aus meiner Sicht ist Geld eine Art, also David Hume hat mal davon gesprochen, es sei Öl in der Maschine. Es ist auch so eine Art Beschleuniger und auch Brandbeschleuniger. Das heißt, mit dem Geld können wir Kräfte freisetzen, können wir Dinge beschleunigen und wir sollten uns fragen, wozu und in welche Richtung. Deswegen finde ich die Anregung von Herrn Münch ganz richtig, dass wir fragen, wozu dient das eigentlich? Was hat das Geld für Auswirkungen und für wen? Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Mir scheint, dass viele Leute zum Geld das gleiche Verhältnis haben wie das Eichhörnchen zu seinen Nüssen. Ja, also das ist ein kleiner, netter Vorrat, besser der wächst, besser mehr Nüsse als weniger. Und da kann ich dann für harte Zeiten irgendwie immer wieder hingreifen und dann habe ich da mein Nüsschen. Ja. Ich glaube, das Geld, das wird der Funktion des Geldes, wie es heutzutage verwendet wird, überhaupt nicht mehr gerecht. Also die Nüsschenzeit ist vorbei. Wir müssen uns damit abfinden, dass Geld eine soziale Dynamik hat und nur in der sozialen Dynamik überhaupt als Geld wirkt. Nicht abgesondert als Vorrat, sondern in sozialen Beziehungen. Da fand ich das Buch von Herrn Brodbeck auch extrem, lehrreich und interessant. Geld ist eine Sprache, ist ein sozialer Akt. Ja? Und das ist vielleicht das Faszinierende daran. Also vielleicht können wir auch in dieser Richtung noch ein bisschen diskutieren. Freue mich. Ja, danke, Herr Villauer. Damit haben wir alle fünf zunächst mal gehört. Es gibt ein paar Vertiefungen, die ich gerne machen würde, um rauszuarbeiten, auch wo Sie eigentlich Konsens haben oder wo Sie im Konflikt miteinander sind, damit wir das in der Diskussion dann nachher auch ausarbeiten können, strukturiert. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, würde keiner widersprechen, wenn wir sagen, wir haben und wir hatten zumindest und wir haben vermutlich immer noch eine Bankenkrise und die ist stark verbunden mit, was Sie ausgeführt hatten, Herr Schnaas, mit einer Staatsschuldenkrise, weil eben staatliche Ausgaben, staatliche Schulden ganz eng mit dem Bankensystem verbunden sind, verquickt sind sozusagen, zwei Seiten der einen Medaille. Und da gerät jetzt was ins Trudeln, da gerät was außer Balance. Ich meine, da würde vermutlich Herr Lamparder auch sagen, also Staatsschuldenkrise haben wir in der Tat auch. Kritischer wird es dann natürlich, wenn wir sagen, gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, okay, wir haben ja aber auch, übrigens Währungskrise hat keiner gesagt, keiner hat gesagt Eurokrise. Ich sehe auch keinen, der mir jetzt sagt, ja, also Eurokrise ist auch der Euro dran schuld, sondern es ist eben dann, was mehrere von Ihnen jetzt gesagt haben, auch eine Geld- oder eine Geldsystemkrise. Das heißt, die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Geld um? Was denken wir eigentlich von Geld? Und da, Herr Münch, haben Sie in Erinnerung gerufen und ich glaube, der Dr. Villauer hat das gerade verstärkt, dass Krisen natürlich Momente sind, in denen wir also eine gewisse Notwendigkeit verspüren, aber auch einen Moment der Freiheit haben, nämlich über Geld und Geldsystem mal grundsätzlich nachzudenken. Mal zu fragen, wozu eigentlich und wie funktioniert das? Und dazu möchte ich Sie jetzt einladen, das zu tun. Und zwar mal noch aus unserer Perspektive. Wir haben jetzt von Staaten gehört, von Banken und jetzt sind wir hier alle ja auch Arbeitnehmer, vielleicht auch Arbeitgeber, Beschäftigte, Konsumenten, Verbraucher, Anleger. Was ist unser Teil an dieser Krise? Was müssen wir lernen und verstehen, damit wir ein tätiger Teil der Krisenlösung werden? Welche Rolle spielen wir sozusagen in Ihren Vorstellungen? Und da frage ich ganz offen, aber ich glaube, Herr Schnaas hat schon... Ja, ich glaube, wir haben jetzt viel über die Krisen gehört und was Geld ist und was es sein soll. Ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass das Geld, was täglich von uns, von Ihrer Tasche in die Tasche des nächsten Geschäftes geht, dass das harmloses Geld ist, dass das vernünftiges Geld ist, dass wir dieses Geld brauchen. Das ist fein. Aber um zu verstehen, was der eigentliche engere Kern dieser Krise ist, müssen wir eben verstehen,
was Geld heute ist. Und Geld heute ist eben etwas anderes. Geld ist heute Kapital und Geld ist heute Kredit. Und das müssen wir gleich noch ein bisschen näher erläutern. Ich möchte aber, bevor ich das tue vielleicht und bevor wir das tun vielleicht, noch mal kurz darstellen, was die Urursache dieser engeren Krise, von der wir heute sprechen und der wir uns ja alle so ein bisschen unwohl fühlen und gleichwohl auch eingerichtet haben, ist. Diese Urursache der Krise ist die Wachstumsschwäche der Industrienationen in Anfang der 70er Jahre. Bis dahin wuchs die Wirtschaft. Das Geld hatte seinen Preis und man ging, die Kredite wurden wieder zurückgezahlt. Davon kann heute erkennbar keine Rede mehr sein. Wir haben es heute mit Krediten zu tun, die ja keine Zukunft mehr ins Heute zaubern, sondern die nur noch eine Gegenwart abstottern, die ihre künftigen Potenziale schon verbraucht hat. Das heißt, Kredite sind heute überhaupt gar nicht mehr diejenigen, die eine Wirtschaft antreiben, sondern sie stottern, wie gesagt, nur noch die Vergangenheit ab. Wachstum bedeutet heute, dass wir, ich habe mal nachgeguckt, in der vergangenen Dekade hatte Deutschland ein Wachstum von 1,1%. Und hat sich dieses Wachstum mit einer Staatsverschuldung von 300 Milliarden Euro erkauft. Man kann also nicht mehr allen Ernstes heute davon reden, dass wir es tatsächlich noch in einer Wachstumsgesellschaft leben. Sondern was wir erleben ist, dass wir mit den Krediten, und das ist nichts anderes als Schuld, diese Banken schöpfen kein Geld, sondern sie schöpfen das, was ich Antigeld nenne. Sie schöpfen Kredite. Und Kredite sind Antigeld, sind Schuldfabriken. In diesen Banken werden Schulden produziert, laufend neue Schulden produziert. Das, was wir sehen, was wir erleben, ist die mühsame Aufrechterhaltung einer Wachstumsillusion. Und da spielen sowohl die Finanzmärkte eine Rolle, als auch die Staaten eine entscheidende Rolle. Die Staaten wollen selbstverständlich, sie gehen wählen, wir beobachten ja gerade das Schauspiel der großen Koalitionsbildung, sie gehen alle wählen und sie wollen ihnen natürlich sagen, es geht alles munter weiter, es geht aber nicht munter weiter. Diese Wachstumsillusion, die wir da haben, ist eben nur noch eine Wachstumsillusion und kein tatsächliches Wachstum mehr. Wir erkaufen es mit immer billigerem Geld, wir erkaufen es mit immer höheren Schulden. Das ist nicht allen Ernstes Wachstum. Das vielleicht dazu. Also um zu verstehen, wie der Kern der Krise ist, müssen wir eben diesen Umschlag des Kredites sehen, der mal zurückgezahlt wurde früher und eben jetzt nicht mehr zurückgezahlt wird. Aber ich warne davor zu sagen, dass der Kapitalismus an sich reformierbar wäre im Sinne eines Systems, das man verändern könnte. Der Kapitalismus selbst bedeutet nichts anderes als dieses Wachstum. Kapital ist nichts anderes. Nicht das Geld, was wir hier, von dem Herr Villauer gerade eben sprach, das wir hier untereinander ausgeben, nicht die 10 Euro, mit der wir das ein oder andere bezahlen, sondern Kapital ist dezidiert etwas anderes. Kapital ist immer die Potenz dessen, was ich gerade mit mir trage. Nämlich, dass die 10 Euro 11 Euro werden. Um es ganz einfach zu sagen. Kapital ist immer die Potenz dessen, was ich mir vorstelle, was es gerade ist. Karl Marx, der Trierer Volksfreund, hat es auf eine wunderbare, einfache Formel gebracht. Geld ist G, es dreht sich um Güter und wird G+. Das ist Kapitalismus. Kapitalismus kennt keine innere Sozialpflichtigkeit. Insofern stellen wir, wenn wir die Wachstumsfrage stellen, immer auch die Systemkrise oder die Systemfrage. Es ist nun mal so, wenn wir sagen, wir wollen kein Wachstum mehr, stellen wir auch mit der Wachstumsfrage auch die Systemfrage. Wir können darüber diskutieren, ob wir das wollen, aber wir müssen uns ehrlich eingestehen, dass wir sie stellen. Kapitalismus bedeutet Wachstum. Kapitalismus bedeutet, es wurde hier angedeutet, Instabilität. Kapitalismus bedeutet, dass sich was verändert. Das ist Kapitalismus. Kapitalismus ist Instabilität, Veränderung, dauerhafter Krisenmodus. Das müssen wir, da stimme ich Herrn Villauer vollkommen zu, erstmal begreifen, bevor wir über die Krise reden. Frage dazu stellen? Ja. Oder erst klatschen? Ja. Nee. Also meine Frage wäre, ich bin ja großer Schumpeter-Fan und da gibt es ja diese Vorstellung von dem schöpferischen Zerstörung.
Also das Schöpferische würden Sie ganz ausschließen. Da ist Schöpferisches ist auch per se gar nicht mehr möglich. Also wir sind hier in der langen Nacht der Nachhaltigkeit und da gibt es natürlich die Vorstellung, hier in Tübingen ist das nicht fremd. Wir werden ja noch eine Rede von unserem Oberbürgermeister hören, von einem nachhaltigen Wachstum, von einem ökologischen Wachstum, ein Hineinwachsen, sagen wir mal, in ruhigere Zyklen, nicht Kreislaufwirtschaft und so weiter. Das ist nur eine Illusion für Sie? Ist das so der neueste Marketingtrick des Kapitalismus? Nein, es ist überhaupt keine Illusion für mich. Im Gegenteil, ich schätze Schumpeter sehr. Schumpeter hat übrigens den Kredit sozusagen verheiligt als den Treibstoff des Kapitalismus. Er war ja ein großer Tragiker des Kapitalismus, manchmal auch ein großer Melancholiker des Kapitalismus, aber deswegen ist er ja unbedingt zu lesen. Also der Kredit war für ihn der Treibstoff dessen. Der Unternehmer war der große Innovateur, der ständig neue Welten erschuf und das Kredit diente diesem Unternehmer dazu, seine Ideen umzusetzen, das heißt den fortwährenden Innovationszustand sozusagen zu feiern. Das war wunderbar. Wie gesagt, ich liebe den Kredit. Ich liebe den Kredit vor allen Dingen, also Herr Brodbeck hat ja eben gesagt, dass er auch was mit unserem Denken macht. Was im Moment faul ist, ist, dass wir überhaupt gar nicht mehr in die Zukunft denken können. Das ist die Sünde an den jungen Leuten, die wir hier haben. Wenn wir keine Zukunft mehr haben, Zukunft ist sozusagen der Nährstoff der Ökonomie, der Wirtschaft, Zukunft ist der Nährstoff der Politik, Zukunft ist der Nährstoff von uns allen. Der geht aber verloren, wenn Kredite eben nicht mehr das Versprechen auf Rückzahlung haben, sondern einfach nur noch verlängert werden. Und wenn der Preis des Geldes, ich stimme Herrn Lampeter ausdrücklich zu niedrig ist. Nicht, dass Italien heute 0,5% Zinsen bezahlt, ist die Katastrophe oder ist der Kern der Krise, sondern dass Italien nicht 5% Zinsen bezahlt. Das ist der Kern der Krise. Tja, Kapitalismus kennt keine Sozialpflichtigkeit, Herr Münch. Die GLS-Bank versucht in ihrem Geschäftsmodell ja ein Gegenteil zu beweisen. Trotzdem oder vielleicht auch deswegen sind Sie als GLS-Bank vielleicht immer noch die Ausnahme. Wie verhalten Sie sich zur Kritik sozusagen am Kapitalismus? Teilen Sie die von Herrn Schnaas? Ja, ich komme auf das zurück, was ich eingangs sagte. Wenn die Banken verstehen, dass sie ihre Einlagen, die sie bekommen, in die Realwirtschaft bringen müssen, und da geht es ja doch auch um Fähigkeiten, die finanziert werden. Also ich bin schon der Meinung, dass eine Bank, wie wir in dem jetzigen System, in dem wir leben, die Aufgabe hat, Fähigkeiten zu ermöglichen bei einem unternehmerischen Menschen. Ob jetzt als Inhaber oder als großes Unternehmen, sprich, da muss ein Kredit hin, weil der die Vermögen und die Geldmittel vielleicht nicht hat. Und die kommen dann von den Menschen, die Gelder anlegen und sparen wollen, die selber eben nicht Unternehmer sind. Da haben Banken durchaus eine treuhänderische Funktion, und zwar nur eine treuhänderische Funktion. Sie haben nicht die Aufgabe, Geld mit Geld zu verdienen, sondern das Geld, was sie bekommen, in die Realwirtschaft zu bringen. Idealerweise unter sozial-ökologischen Gesichtspunkten. Mir zu überlegen, welcher Unternehmer bekommt für was Kredit. Da wird es dann spannend, da muss ich mich transparent machen als Bank. Wie stelle ich mich denn dazu auf und welche Wirkung will ich in die Gesellschaft hinein haben? Ich weiß nicht, ob ich da falsch liege, aber die Problematik ist doch mit Sicherheit damit verbunden, wenn wir heute Bankbilanzen anschauen im Gros, ist es doch so, dass die sogenannten systemrelevanten Banken vielleicht 30-35% ihrer Bilanzsumme, also dessen, was sie an Einlagen und Gelder haben auf der Passivseite, auf der Mittelherkunftsseite, sind gerade mal in der Realwirtschaft als Kredit. 30-35%, zum Teil weniger. Ja, und gesunderweise müsste es ja so sein, dass 70-75% der Einlagen in der Wirtschaft, in der realen Wirtschaft sich abspielen müssten. Und da entdecken wir wieder die Problematik, dass wir riesige Mengen an Geld haben, die eben nicht mehr in der Sozialwirtschaft beim Unternehmer bei der Fähigkeit sind, die Zukunft entwickeln, die Innovation bringen, die Möglichkeiten ergeben, sondern sie sind in dem Bereich, in dem nur Geld mit Geld verdient wird und Geld sich ad absurdum führt durch Zinseszinseffekte und andere Dinge. Es gibt auch mal zwei Sorten von Geld. Die Sorte von Geld, mit der wir täglich zu tun haben, das Geld, was wir auf die Kreissparkasse tragen und an das, was an den internationalen Finanzmärkten gehandelt wird. Ist das auch Ihre Einschätzung oder wie sehen Sie sozusagen die Praxis dessen, was wir hier zu reflektieren versuchen? Kredite vergeben, Hoffnung machen auf eine bessere Zukunft mit Geld, Geld plus, G plus. Wie erleben Sie das in der Praxis? Also wir als Kreissparkasse sind ähnlich wie die GLS-Bank
unglaublich geerdet. Also ich fange mit G und G plus herzlich wenig an. Ich fange etwas damit an, dass Menschen uns Geld anvertrauen, dass wir Treuhänder sind und dass wir diejenigen, die Wünsche haben, die Ideen haben, dabei unterstützen. Ob der Wunsch ein Eigenheim ist, ob der Wunsch ein Elektroauto ist oder auch ein Jaguar oder ob das eben eine Maschine ist, so wie ich es heute Abend schon gesehen habe, dass ökologisch hergestellte Textilien verarbeitet werden. All das benötigt Geld, in der Regel relativ viel. Und dafür sind wir da. Und das machen wir sehr gerne. Das ist meine und die von 1000 Mitarbeitern hier im Kreis Tübingen die Einstellung. Und dabei ehren wir kleine Beträge und schauen, dass aus vielen kleinen Beträgen so namhafte Beträge werden, dass eben Maschinen erworben werden können. Herr Wodbeck, würde die Welt gut funktionieren, wenn wir lauter Kreissparkassen und Genossenschaftsbanken hätten? Ich fürchte, nein. Ich möchte, wir diskutieren jetzt auf zwei Ebenen. Was kann man jetzt kurzfristig praktisch tun und was ist die grundsätzliche Diagnose dessen, was Karl Marx übrigens nicht Kapitalismus genannt hatte. Er hat das Wort gar nicht verwendet, das hat erst Engels verwendet. Das ist was, eine ganz andere Frage. Ich würde auch der Diagnose widersprechen, dass wir jetzt, wer ist wir, in einer Wachstumskrise sind. In China hat sich das Wachstum ein bisschen verlangsamt, aber es ist absolut keine Wachstumskrise, sondern die haben immer noch Wachstumsraten, die in Europa nie realisiert wurden. Etliche, gut, die sogenannten Emerging Countries sind zurückgegangen in ihren Wachstumsraten, sie haben aber immer noch relativ hohe. Also die Zentren des Wachstums haben sich verschoben und jetzt blicken wir nach Europa und glauben, wir sind noch der Nabel der Welt. Das sind wir überhaupt nicht mehr. Ja. Die europäische Perspektive, die müssen wir an die vierte, fünfte Stelle setzen, wenn wir verstehen wollen, wie global Geld funktioniert. Wir haben hier eine Nacht der Nachhaltigkeit. Kann Wachstum endlos im Sinne des Zuwachses von realen Gütern endlos weitergehen? Ich glaube, wenn ich hier eine Abstimmung mache, da würde ich 99% bekommen. Nein. Also läuft hier etwas auf eine Grenze zu. Die Erde verträgt nicht mehr von diesem realen Wachstum. Was ich euch vollkommen zustimme, Herr Filhauer hat den Schumpeter angesprochen, das habe ich immer versucht, weiter zurückzuführen. Jerome Bentham war der Erste, ein deutscher Philosoph. Fichte war der Zweite, der diese Lösung sich ausgedacht hat, über den Kredit übrigens, völlig unbekannt geblieben. Und was Marx, ich schätze ihn sehr, in vielerlei Hinsicht, Marx gerade nicht verstanden hat, die Formel, die Sie genannt haben, da gibt es Kapital, eine Summe G, die wird in realen Gütern investiert. Und dann werden zwischen ein bisschen natürlich bei Marx die Arbeiter ausgebeutet und am Ende kommt mehr raus. Da kommt dann G plus irgendwas raus. Das ist dann der Zins oder der Gewinn und so weiter. Und da hat er gesagt, das ist die Form der Industrieproduktion, die beherrscht das ganze System. Was er übersehen hat, er hat es zwar angesprochen, aber dann marginalisiert, ist die Form Geld wird ausgegeben und man will mehr Geld dafür haben. Das ist die Finanzmarktformel. G plus. Das ist der entscheidende Punkt. Und Marx hat gesagt, das Industriekapital wird die Finanzmärkte beherrschen und den Wucher zurückdrängen, das ist marginalisiert. Genau umgekehrt ist es gekommen. Ja, wir haben eine ausgesprochene Herrschaft der Finanzmärkte, der Finanzialisierung. Die Chinesen sind jetzt gerade dabei, auch in diese Richtung umzuprogrammieren. Das wird ihr Erfolgsmodell einigermaßen beenden, aber das ist ein anderer Punkt. Man braucht sich ja nur mal überlegen. Für mich ist der Begriff Wachstum ein bisschen so abstrakt. Wenn wir eine Rendite realisieren, Renditen sind noch ein bisschen was anderes als Zins, aber sowas Ähnliches. Ja? Und die gibt es immer noch. Sie können immer noch ordentliche Renditen erwirtschaften auf den Finanzmärkten. Ja, nur wir Sparer natürlich nicht. Und auf Staatspapiere übrigens auch nichts. Aber sie können sehr wohl. Ja? Ich hatte erst vor gar nicht langer Zeit mit dem größten Hedgefonds in Österreich mit dem Chef eine Diskussion, der gibt sich nicht zufrieden mit einer einstelligen Rendite. Immer noch. Ja. Bloß, dass Sie sehen, das ist immer noch da. Nur es ist eine Rendite für sehr, sehr wenige. Und es werden immer weniger und die kriegen immer mehr. Also das, was wir als Wachstumsschwäche beurteilen, ist eine Verteilungsveränderung. Dass ganz wenige sehr, sehr viel bekommen und sehr, sehr viele relativ dazu gesehen weniger.
Aber jetzt gucken wir uns einen Augenblick mal an, was Wachstum in Anführungszeichen heißt. Also ich habe ein bestimmtes Kapital, sagen wir, wir sind ja bescheidene Leute, mehr kann ich gar nicht denken, 10.000 Euro. Ja? Und am Ende des Jahres, nehmen wir mal 10% Zins an, kluges Management, und Sie sind irgendwo an Finanzmärkten, haben Sie 11.000 Euro. Frage, wo kommen die 1.000 Euro her? Das war die Frage, die der Marx als erster richtig gestellt hat. Seine Antwort war, da werden zwischendrin Arbeiter ausgebeutet. Ja. Ich will gar nicht mal auf diese Erklärung zurückgehen, sondern nur eine ganz einfache Überlegung anstellen. Wenn ich am Ende des Jahres 11.000 Euro in der Tasche habe, kann ich mir für 1.000 Euro mehr Güter kaufen. Diese mehr Güter müssen produziert worden sein. Die müssen irgendwo hergestellt worden sein. Die Güter bestehen aus Rohstoffen und so weiter. Kurz, dahinter steckt um 10% mehr Ressourcenverbrauch. Es ist also langfristig unmöglich, dass solche Renditen realisierbar sind. Ja? Es ist langfristig unmöglich, dass überhaupt noch eine Rendite realisiert werden kann. Das wird immer nur lokal passieren in einigen Ländern, die dann wieder gegen ihre ökologischen Grenzen anrennen, so wie China sich jetzt schon vorbereitet durch Luftverschmutzung und so weiter. Und bis der ganze Globus gleichmäßig erfasst ist von dieser Schranke. Der kluge Weg, ich greife mal vor, wir wollten das Positive erst an Schluss stellen, aber wenigstens auch, um auch sozusagen an Sie anknüpfen, der kluge Weg wäre doch, dass wir diese Sache erkennen und uns daran erinnern, dass es mal, übrigens neben Karl Marx, von ihm etwas mit Verachtung gestraft, einen Ökonom gegeben haben, der hat im 19. Jahrhundert, es war 1848, wenn ich nicht irre, ein Buch geschrieben, Principles of Political Economy, und da gibt es ein Kapitel, das heißt übersetzt, vom stationären Zustand. Und er hat gehofft, dass langfristig die Zinsen immer weiter sinken werden, bis das Kapital sich nicht mehr verwertet, und dann hebt sich der Kapitalismus zwar nicht auf, er wollte noch eine Marktwirtschaft, sondern wir gehen in einen stationären Zustand über. Und jetzt komme ich zu Herrn Vilhauer, er hat gesagt, aber in diesem Zustand muss natürlich nicht die Kreativität, ich übersetze das so, aufhören. Wir können ja immer noch was verbessern, wir können die Arbeitszeit verkürzen, wir können andere Produkte, die, so würde ich es übersetzen, nicht so ressourcenintensiv sind, die etwas mit dem Mitmenschen zu tun haben, ja, wo man sich ein bisschen mehr um Pflege kümmert, um Bildung kümmert und solche Dinge, die könnten immer noch wachsen. Ja. Und dafür könnte man auch sogar eine Belohnung erhalten, wenn man das entsprechend banktechnisch organisiert. Also der Diagnose, dass Krise des Kapitalismus eine Wachstumskrise ist, würde ich in toto zustimmen als langfristige Perspektive. Aktuell kann ich hier noch nicht zustimmen, ja, weil da gibt es noch viel zu viele Länder. Und ich fürchte, das Fracking in den USA, dass mal wieder so richtig schönen Öltreibstoff in die US-Industrie reinpackt und die dort jetzt extrem niedrigen Löhne. Die USA sind heute in einer Situation fast wie China. Ist ein Rohstoffland, lassen wir mal die Rüstungstechnologie weg, da sind sie hochentwickelt. Aber ansonsten haben sie niedrigste Löhne und haben eine ganz wichtige Energieressource. Das spricht dafür, dass sich da in den nächsten Jahren wieder was tut. Ja. Kann sein, dass die chinesischen Firmen dann ihre Standorte in die USA verlagern, weil es kostengünstiger ist. Ja. Okay, also Sie geben dem Spiel, was wir offenbar seit 1970 oder seit den 70er Jahren spielen, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie und Herrn Schnaas, dann sind wir ja Teil einer kollektiven, sozusagen eines zunehmend virtuellen, einer zunehmend virtuellen Illusion, nämlich wir haben Geld, was so gar keinen Mehrwert mehr hat oder gar keinen Gegenwert mehr hat, aber dem geben Sie noch eine ganze Weile eine Chance. Ja, es setzt sich immer noch leider in reale Verschwendung um. Es werden ja immer noch Ressourcen mehr verbraucht. Ja, das ist ja nicht so. Die Frage, die wir uns natürlich stellen, ist, wäre es denn möglich gewesen, in den 70er Jahren einen anderen Weg zu gehen? Wie hätte der ausgesehen? Und ist es absolut illusorisch zu glauben, so wie Herr Vilhauer uns ja auch erinnert hat, Herr Schnaas, frage ich Sie, zu glauben, wir könnten wieder in einen alten Zustand, sozusagen in einen Zustand alter Balance zurück? Wenn das nicht der Fall ist, dann was steht uns dann eigentlich bevor? Also in den Zustand einer Balance, ich müsste davon überzeugt werden. Vielleicht kann Herr Brodbeck gleich noch mich in die buddhistische Wirtschaftsethik einweisen. Aber wie gesagt, noch einmal, wir stellen die Systemfrage, wenn wir darüber reden. Also ich sehe nicht, dass der Wachstumszwang, der dem Kapitalismus nun einmal innewohnt,
überwunden werden kann. Innerhalb dieses, das System ist, geht in diese Richtung, das ist überhaupt gar keine Frage. Wir können aber, wir haben es ja eben schon angedeutet, womit wir es dämpfen können. Also, wenn Wirtschaft bedeutet, dass der Zugriff auf knappe Güter erfolgt und dann die distributiert wird, also verteilt wird, diese Güter, und die Ressourcen, von denen sich dieser Wirtschaft nähert, selber knapp werden, ja, dann müssen wir selbstverständlich irgendwann mal auf die Idee kommen, dass wir was umsteuern. Es kann aber sehr leicht geschehen, wenn wir beispielsweise, ich kann das jetzt gleich, also wir haben ja eben schon darüber geredet, wie wir es einleiten könnten. Die Väter der sozialen Marktwirtschaft waren so schlechte Ratgeber nicht. Da hatte, wie gesagt, das Geld noch einen vernünftigen Preis. Man ging hin und lieh es sich. Man bearbeitete es eben in dem Sinne, wie die beiden Herren das eben hier dargestellt haben. Und das war gar keine so schlechte Idee. Gleichwohl würde ich schon sagen, dass wir zu einem veränderten Eigentumsbegriff kommen müssen und zu einem veränderten Freiheitsbegriff. Eigentum kann natürlich nicht mehr bedeuten, ich bearbeite das hier und dies ist mein. Wir müssen selbstverständlich Eigentum weiterdenken. Selbstverständlich müssen wir Eigentum auch in künftigen Generationen denken. Das ist überhaupt gar keine Frage. Dieser klassisch liberale Eigentumsbegriff, dieser klassisch liberale Freiheitsbegriff, der ist so total bankrott wie der klassisch liberale Ökonomiebegriff, den Herr Brodbeck eben zu Recht kritisiert hat. Aber da kommen wir vielleicht ja noch später drauf zu sprechen. Bitte. Ich muss sagen, mir ist vorhin das Herz aufgegangen, als Herr Lampert da von seinen Aktivitäten berichtet hat, weil ich den Eindruck habe, dass die Zwänge, die Herr Brodbeck und Herr Schnaas jetzt auch richtig beschrieben haben, bei vielen Leuten bewirken, dass sie sagen, na dann bleibe ich doch in meinem Bereich, ja, also regionale Wirtschaft, nicht, das ist überschaubar, da gehe ich halt zur Kreissparkasse, das hat alles was unglaublich Vertrauenerweckendes und irgendwie noch Begreifbares, ja, also ich investiere Gelder in Dinge hier direkt, wie Sie es beschrieben haben, nicht, ich gebe mein Geld, es wird direkt investiert in die Bäckerei, in einen kleinen Betrieb und so weiter. Das scheint mir im Augenblick so eine Art, eine der letzten Utopien, die es quasi noch gibt, ist der Manufaktumkäufer so ungefähr, der zur Kreissparkasse geht und dann eben regional seine Dinge anlegt und er kennt die Leute, die das Brot backen und so weiter. Mhm. Beim Marktladen kann man dann alles kaufen. Wunderbar. Dazu ist doch in Tübingen der Fall. Das ist in Tübingen flächendeckend der Fall und ich schließe mich da gar nicht aus. Ja? Das ist auch mein irgendwie ein bisschen mein Lebensmodell. Aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr dazu hören. Erstens beschreibe ich diese Tendenz richtig, also von der Kreissparkassenperspektive aus, gibt es stärker wieder dieses Interesse zu sagen, ich will wissen, wo das Geld direkt hingeht, ja, also so ein bisschen so ein Region, Think Local oder sowas, würden Sie das bestätigen können? Und dann würde ich gern an die Theoretiker fragen, ist das nicht alles eigentlich Unsinn, weil wir sowieso quasi schon so globalisiert sind und weil die grundsätzliche Gelddynamik das bisschen guten Willen, den ich zum Marktladen trage, ja sowieso wegspült. Ja? Also die beiden Sachen würden mich interessieren. Ja? Ja, wenn ich direkt angesprochen bin. Bei uns ist sicher ganz arg wichtig, dass wir 53 Filialen mit Hunderten von Mitarbeitern haben. Und denen vertraut man. Da sitzt der Schlips mal zu lang, zu kurz. Manchmal ist er gar nicht da. Das sind Menschen zum Anfassen. Und denen vertraut man. Und die gewährleisten auch ein Stück weit so das, was vielleicht die GLS-Bank dann versucht zu überwinden, das müssen wir nicht überwinden, weil uns als Menschen so sehr vertraut wird. Dass wir dann auf der anderen Seite, wenn eben das Bankgeheimnis, Datenschutz und was alles da dazwischen ist, dass wir trotzdem die Dinge ordentlich machen. Insofern ja, und das erleben wir auch über die letzten Jahre hinweg, dass wir eher zu viel Geld bekommen als zu wenig. Da fehlen eher die Ideen, was man damit machen kann, dass es Unternehmer gibt, die es auch tatsächlich benötigen, denn dass wir zu wenig Geld bekämen. Ich habe mir noch eine Frage vorher gestellt, die ich das Gefühl habe, noch nicht ganz beantwortet wurde, und das ist die Frage, was unser Anteil ist. Also wir, die wir uns nicht täglich mit Geldfragen auseinandersetzen, aber die wir mit unserem Geld eben umgehen. Was muss jetzt, wenn es eine Krise ist, was muss jetzt passieren? Was ist unsere Verantwortung als mündige Bürger, als mündige Anleger, als mündige Angestellte oder Geldnutzer? Wo müssen wir jetzt mitdenken? Laden Sie uns ein, nehmen Sie uns mit. Wo müssen wir auf Ihren Stand kommen? Oder was ist jetzt unsere Verantwortung? Müssen wir jetzt alle bei Ihnen
also sagen zur GLS-Bank gehen oder soll man sein Geld abziehen bei der Dresdner Bank und zur Kreissparkasse oder soll man alle anfangen, Wirtschaftswoche zu lesen oder ihre Bücher oder, aber also wohin? Alles ja, natürlich. Alles gute Ansätze. Aber was ist jetzt, was ist unsere Rolle? Sind wir nicht stille Komplizen sozusagen in diesem Spiel, weil wir billig geglaubt haben, dass schon alles gut wird, Herr Schnaas? Ja, ich glaube schon, also um das nochmal aufzugreifen, was Herr Brodbeck eben gesagt hat, wir müssen uns schon lösen, erstmal aus diesem Korsett des Denkens, was uns dieser unselige Homo economicus Denken uns da beschert hat. Das wäre jetzt also wirklich mal das eine. Also dass wir alle Rationalitätsmonster sind, die nur unser Geld abzählen und nur nach strengen, vernünftigen Maßstäben wirtschaften gehen, das ist totaler Unsinn. Und es wäre schon sehr, sehr viel gewonnen, wenn die Ökonomie tatsächlich mal begreifen würde, sich mal wieder als Moral Science zu begreifen, zu verstehen, wie das Schumpeter oder eben auch Hayek, wer auch immer, tatsächlich verstanden haben und nicht mehr einerseits diesem Rationalitätsdogma zu verfallen zu sein und andererseits, das muss man jetzt auch sagen, wird es wie so eine Heilslehre kommen jetzt, um Gottes Willen, da gibt es ja auch die Unvernunft, also das ist ja ganz überraschend, also jeder, der sich ein bisschen mal in der Geistesgeschichte getummelt hat, weiß selbstverständlich, dass dieser Gedanke mindestens 250 Jahre alt ist, aber die Ökonomen entdecken im Anno 2010, um Gottes Willen, es gibt den unvernünftigen Menschen, er handelt ja gar nicht immer rational und jetzt wird das als neue Heilslehre gefeiert und jetzt sind wir nicht mehr Rationalitätsmonster, jetzt sind wir plötzlich Reizreaktionsmaschinen. Also das kann es auch nicht sein. Also von diesem Denken müssen wir uns, finde ich, lösen und müsste die Ökonomie sich lösen und müsste zu einem interdisziplinären Austausch kommen. Was wir brauchen, glaube ich, sind vor allen Dingen zwei Sachen. Zwei Sachen, ein veränderter Eigentumsbegriff, ich habe es eben schon mal erwähnt. Der klassische Eigentumsbegriff geht, ich möchte hier nicht zu weit irgendwie zurückgehen, auf der liberale Eigentumsbegriff geht zurück auf John Locke. Er hat, um es ganz einfach zu sagen, gesagt, alles, was ich vorfinde in dieser schönen weiten Welt und durch meine Hände Arbeit mir aneigne, das ist auch mein Eigentum. Ein wunderbarer Gedanke. Und nur schlecht gelaunte Kommunisten können sich mit diesem Gedanken nicht anfreunden. Das ist überhaupt gar keine Frage, dass es ein wunderbarer Gedanke ist. Nur hat dieser Gedanke, John Locke hat ihn ungefähr 250 Jahre gedacht, bevor die amerikanischen Siedler die New Frontier erreichten. Mit anderen Worten, 250 oder 150 Jahre bevor das Land urbar gemacht wurde. Es war so viel Land da, wir konnten es uns mit unserer Händearbeit aneignen und urbar machen. Es ist eine wundervolle Idee, nur trägt sie nicht mehr heute. Das heißt, wir müssen heute Eigentum anders denken. Wir müssen heute Eigentum so denken, dass es eben selbstverständlich Formen von Gemeineigentum sind und wir müssen es nicht nur auch kooperativ denken, sondern wir müssen selbstverständlich auch intergenerationell denken. Es ist überhaupt gar keine Frage, dass wir das machen müssen. Es gibt im institutionellen Liberalismus in Deutschland, ist es der Gedanke noch nicht ganz angekommen, aber ich bin zuversichtlich, dass das in der Opposition bald gelingen wird. Das Gleiche gilt im Übrigen für den Freiheitsbegriff. Auch der klassische Freiheitsbegriff bedeutet nichts anderes, als dass wir sagen, der Liberalen wieder, den hat irgendwann um 1850 John Stuart Mill formuliert, er bedeutet, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also du kannst machen, was du möchtest im Grunde, und solange du den anderen nicht dabei störst. Auch ein wunderbarer Gedanke, ja, keine Frage. Aber er lässt natürlich völlig außen vor, dass wir Freiheit auch qualitativ denken. Selbstverständlich denken wir Freiheit positiv. Und selbstverständlich singen wir alle hier im Saal so, dass wir ein Buch von Franz Kafka, den Menschen, der dieses Buch von Franz Kafka liest, sagen wir mal, etwas höher einschätzen als derjenige, der Deutschland so den Superstar denkt. Also die Freiheit, dass der eine das guckt und der andere das liest, unbenommen. Aber selbstverständlich ist mit Freiheit auch Qualitätsurteile verbunden. Es ist ja nicht so, dass der Autofahrer in Pyongyang in Abwesenheit von Ampeln eine größere Freiheit besitzt als der Autofahrer in Paris. Das ist ja nicht der Fall, sondern wir würden ja immer noch sagen, der Autofahrer in Paris hat, weil er in Paris lebt, die größere Freiheit, obwohl da viel mehr Ampeln rumstehen, weil in Pyongyang wieder keine Ampeln sind. Also mit anderen, was ich sagen will, ist, dass Freiheit auch eine Qualität hat. Und Freiheit bedeutet, wir sind in diesem kapitalistischen System niemals Abhängige. Ich würde
wirklich scharf gegen die Überschrift von Herrn Brodbecks Buch argumentieren, die Herrschaft des Geldes. Wir sind nicht Sklaven des Geldes. Was wir sind, sind vielleicht Sklaven eines hoffnungslos bankrotten Finanzmarktkapitalismus. Ich stimme da vollkommen zu. Das mag ja sein. Aber wir sind nicht Sklaven dieses Geldes, sondern die Herrschaft des Geldes. Ich weiß. Ich weiß. Wir sind die Herrschaft des Geldes. Ich will das ja auch nur, um mein Argument klar zu machen. Es geht überhaupt nicht gegen Ihr Buch. Um Himmels Willen. Nein. Was ich nur sagen will, wir sind nicht ausgeliefert. Also wir haben es nicht mit einer Herrschaft des Geldes zu tun. Die Herrschaft des Geldes, das ist ein Argument, was leider eben von den Linken benutzt wird, die sagen, um Gottes Willen, wir sind ja ausgeliefert, wir können ja gar nichts tun, aber das gleichzeitig, sie haben es erlebt, von den Bankern benutzt wird, ja, wir konnten ja gar nichts daran ändern, diese Krise, diese allgemeine Gier, haben sie doch auch. Entschuldigung, also was haben wir denn damit zu tun? Das stimmt aber nicht. Natürlich haben wir was damit zu tun. Deswegen sage ich noch einmal, wir müssen dazu hinkommen, es gibt getrennte Sphären. Der Markt, der an einem berühmten Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Samuelson zufolge, der Markt, der kein Herz und kein Hirn hat. Das gehört zu seiner Funktionstüchtigkeit dazu. Aber er hat kein Herz und kein Hirn. Von ihm ist nicht zu erwarten, dass wir hier zu einer Lösung kommen. Selbstverständlich sind wir darauf angewiesen, dass der Staat seine, früher stand mal das schöne Wort, Ordnungsfunktion dafür zur Verfügung. Heute schreien alle Liberalen sofort, der Staatsinterventionismus. Es wäre schon viel geholfen, wenn der Staat wieder seine Ordnungsfunktion einnimmt. Dann glaube ich, wären wir schon einen großen Schritt weiter. Herr Münch, wollte ich sagen, auch Herr Villauer hat gezuckt. Ich nehme Herr Münch zuerst an. Gut. Ja, ich wollte nochmal zurückkommen, ohne das Thema jetzt zu verlassen, aber an dem Punkt, was Herr Brodbeck vorher formuliert hat, weil wir ja doch jetzt auf Sphären sind, die vielleicht nicht so ganz in die praktische Umsetzung sofort gebracht werden können. Gleichwohl ist es notwendig, das zu denken. Aber was Sie vorher das Beispiel gemacht haben, wir werden auf 10.000, 11.000 Euro. Sie haben dann formuliert, es werden Ressourcen verbraucht, es geht weiter. Und für mich ist eben die Frage, ich glaube, da müssen wir uns insgesamt stellen, wo kommen diese 1.000 Euro mehr her? Da wird ja irgendwo in Anführungsstrichen Geld geschöpft, Geld produziert, damit die 1.000 da sind. Das heißt, in das System muss permanent in dieser Denke Geld nachgeschoben werden, damit am Ende mehr werden kann. Und wir erleben ja, wenn wir Griechenland die Situation angucken, dann auch andere Länder, dass wir vielleicht vor einer Situation stehen, mit der wir uns ganz massiv mit dem Thema Schuldenverzicht oder anders formuliert Schenkung auseinandersetzen müssen. Und dann könnte es eine praktische Idee sein, wie wir das machen in der GLS-Bank, dass wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, wenn sie einen Sparbrief anlegen, auf diese 1,5 oder 2%, die es sowieso nur noch gibt, in Anführungsstrichen zu verzichten und diesen Zins in eine Projektrichtung zu bringen, die da zum Beispiel heißt Saatgutförderung, Entwicklungshilfe etc. und andere Dinge. Also für mich ist schon noch die Frage, und da gebe ich zu, hoffe ich mir auch von Akademikern, Wissenschaftlern, insbesondere von Ökonomen, eine neue Idee zum Thema Geldschöpfung, Kreditschöpfung, weil es ist für mich zumindest offensichtlich, dass dieses System in seiner Geldmenge zu einer neuen Blase tendieren wird und zwangsläufig zusammenbrechen wird. Und da würde ich mir wünschen, dass es eine gedankliche Vorbereitung dazu gibt. Herr Villauer. Da kann ich jetzt so direkt gar nichts dazu sagen, muss ich sagen. Ich war auf einem ganz anderen Pfad, deswegen finde ich es besser, wenn Herr Brodbeck vielleicht, der nämlich auch gezuckt hat, ich habe es genau gesehen, vielleicht da direkt reagiert. Ich schließe mich dann gerne an. Ja, Herr Brodbeck, wenn Sie noch, dann Herr Villau, und dann würden wir eine kleine Abschlussrunde machen. Danach gibt es eine Pause. In der Pause gibt es eine kleine Überraschung. Dann diskutieren wir auf dem Podium weiter. Und die Abschlussrunde machen wir gleich, schreiben wir uns was auf, notieren was mit. Aber erst Professor Brodbeck, dann Herr Villauer, dann die Abschlussrunde. Ich versuche. Na? Hallo? Hallo? Okay. Ich versuche es kurz zu machen. Was wir bislang, was eigentlich mein hauptsächliches Forschungsgebiet ist, überhaupt nicht angesprochen haben, ist die, ja, nennen wir es mal, Denkdimension des Geldes. Wir tun immer so, das Geld ist da draußen etwas. Es ist Kredit, es ist Staatsgeld, es ist Münze, es läuft um und so weiter. Das ist Geld nicht.
Geld ist etwas, was wir alltäglich erschaffen durch unser Vertrauen in dieses Geld. Wir erschaffen es, indem wir in ihm rechnen. Wir sprechen ihm einen Wert zu, verwenden es und gerade dadurch erschaffen wir den Wert. Also die Substanz des Geldes ist das Vertrauen in dieses Geld. Das muss man verstanden haben. Und das ist schon seit Jahrtausenden so. Man kann sehr gut beobachten, dass mit dem Aufkommen des Geldverkehrs, übrigens auch mit dem Aufkommen der Schrift, sich die Denkformen der Menschen verändert haben. Da ist ein typisch rechnendes Denken aufgekommen, das in alle Wissenschaften ausgeufert ist und das schließlich dann auch die Illusion eines getrennten Individuums, das ist nichts anderes als die Person in einem Eigentumsgeschäft, wie es die Römer schon in ihrer Rechtsordnung klar verstanden haben, definiert, dass all das Konstruktionen sind, die letztlich sich aus dem alltäglichen Umgang mit dieser Abstraktion Geld, die letztlich daraus hervorgehen. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Also man kann den Liberalismus nicht erweitern, indem man liberale Mittel anwendet. Das ist so ein bisschen das, was ich bei Herrn Schnaas rausgehört habe. Der Liberalismus ist eine Fehlkonstruktion, eine historische Fehlkonstruktion, ein historischer Irrweg. Ja, das ist meine feste Überzeugung. Ja. Das ist eine, also Adam Smith hat zum Beispiel die Welt als ein System betrachtet. Er hat in seiner History of Astronomy, also der hat übrigens eine Astronomiegeschichte geschrieben, definiert er, was ein System ist. Und dann sagt er, wir alle, die Wirtschaft ist ein System. Und Hayek wurde zitiert. Hayek sagt, wir alle sind bestimmt von unbewussten, nicht bewusstseinsfähigen Gesetzen, die zwar auf unserem Bewusstsein operieren, aber die nicht selbstbewusst sind. Also da steckt eine Idee drin, dass wir alle vollkommen beherrscht sind von einer anonymen Macht, die heißt mal Markt, und der Markt ist völlig amoralisch. Erhard hat gesagt, der Markt hat keine Moral, der Markt ist amoralisch. Also das finde ich immer schön. Weshalb gibt es dann im Markt Missbrauch, trotzdem ein Verstoß gegen ethische Kriterien. Ja, also das muss man immer beachten. Natürlich ist der Markt durchsetzt von moralischen Haltungen. Ganz selbstverständlich ist er das. Denn auch jemand zu ignorieren, jemand über den Tisch zu ziehen, jemand zu bescheißen, das ist ein Teil der Moral. Nicht eine, die wir vielleicht teilen, aber das ist auch Moral. Ja. Moral ist nicht immer nur, ich bin gemeinwohlorientiert, ich bin Altruist, Moral umfasst auch den Egoisten. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass die Geldverwendung uns programmiert hat seit 2500 Jahren, also mit der Münze ist es so richtig losgegangen, also die Anfänge kann man noch weiter zurückfolgen, und dass diese Programmierung unseres Denkens, wir könnten die Welt berechnen und beherrschen, bis hinein in die Ökologie, da glauben wir ja auch, wir können sie beherrschen. Und dann gibt es wieder den Riesenstreit, können wir jetzt Klima berechnen oder nicht? Ja, wieso ist seit 15 Jahren jetzt doch nicht die Temperatur gestiegen? Und wollen wir doch so schöne Modelle haben? Wir können es doch berechnen, ja, können wir eben nicht. Das ist eine Krise, und jetzt sage ich den letzten Satz, damit ich nicht einen bösen Blick ernte, der letzte Satz, ich diagnostiziere, wenn ich einen Namen für die Krise nennen würde, eine Krise des rechnenden Denkens, eine Krise der Ratio selbst. Die Ratio hat sich historisch durchgesetzt als herrschende Denkform und diese herrschende Denkform ist jetzt in eine Krise geraten. Also die Geldkrise ist ein Aspekt davon, aber das geht leider viel, viel, viel tiefer. Tja, einverstanden. Ja, also niemand kann sagen, dass sie Angst vor frontalen Schlägen hätten. Also der Liberalismus ist jetzt abgeräumt, die Ratio ist auch weg. Ich versuche die Diskussion trotzdem noch fortzusetzen. Und was mir jetzt irgendwie klar geworden ist, ist, dass wir tatsächlich, und vielleicht ist das ein, sagen wir mal, ein Punkt, den wir noch gar nicht so beachtet haben und den wir dann nach der Pause, ich sehe dich, nach der Pause vielleicht nochmal diskutieren könnten. Wir reden ganz selbstverständlich darüber, wie wir im Rahmen des Geldsystems vielleicht Veränderungen finden, wie wir es besser analysieren. Es gibt aber sehr stark die Tendenz, und das war bei Herrn Schnaas eben auch angesprochen, über andere Verkehrsformen, Wirtschaftsformen und so weiter, das Geld eigentlich erstmal beiseite zu lassen. Also was man so jetzt englisch als Sharing und als irgendwelche Gebrauchsgemeinschaften, Tauschen und so weiter, solche Dinge thematisiert, das scheint mir zuzunehmen und das scheint mir damit zu tun zu haben, dass es da so ein gewisses Grundmisstrauen gibt, ja, und dass man den Eindruck hat, dass man sich vielleicht doch nicht ganz vom
vom Geld abhängig machen will. Also da würde ich gerne vielleicht nach der Pause nochmal anknüpfen. Ich würde es gar nicht so sehr als die Variante der Erlösung vom Geld oder sowas sehen, sondern mein Eindruck ist, dass hier so eine Art Tendenz zu dem Pluralismus, zu pluralistischen Verkehrs- und Wirtschaftsformen im Gang ist. Und das fände ich ganz interessant auch für unser Problem, weil sowas findet oft auch auf der regionalen Ebene statt, nicht? Also das ist oft ganz kleinteilig, dass man hier, gib mir die Dienstleistung, ich gebe dir für mal, was weiß ich, mein Auto oder keine Ahnung, solche Sachen. Ja? Das wäre vielleicht auch ganz interessant. Danke. Ja, danke Ihnen allen zunächst mal, bevor wir wirklich den Abschluss machen, jetzt nochmal an Sie alle die direkte Frage. Und zwar, wir konnten uns, glaube ich, nicht ganz einigen, welchen Krisen jetzt wirklich alle sind, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir auch in Zukunft mal konstruktiv miteinander wirtschaften wollen. So, und die Frage ist dann, wie kommen wir da hin? Gibt es da eine Implosion oder können wir uns da rein reformieren oder so? Das sind alles Fragen, die wir nach der Pause auch diskutieren können. Für jetzt bitte ich Sie, dass Sie jeder von Ihnen uns zwei Punkte mitgeben, die wir auf die Agenda setzen für ein konstruktives Wirtschaften der Zukunft. Also bei Herrn Schnaas habe ich es schon gehört, ja, das ein anderes Bild der Freiheit und ein anderes Bild des Marktes war, nee, des Eigentums. Anderer Eigentumbegriff. Ich meine, dass das die zwei Punkte sind, die Sie uns mitgeben. Aber Sie können überlegen, ich fange mit Herrn Villauer an. Bitte Ihnen um die zwei Punkte, die wir mitnehmen für eine Diskussion nach der Pause. Zwei Punkte, ja. Also erster Punkt, über diese Alternativen zum Geld nochmal nachzudenken, was ich jetzt eben mit Tauschringen und solchen Dingen angesprochen habe. Zweiter Punkt wäre, sich vielleicht auch mal klar zu machen, wir haben jetzt sehr negativ oft über das Geld gesprochen, welcher historische Verdienst darin liegt, dass das Geld ja Standesunterschiede, sagen wir mal Nationalismen und solche Dinge abgeräumt hat. Also ich würde gerne auch mal stark machen, das Geld war auch ein Aufklärungsfaktor, ein Befreiungsfaktor. Ja? Das war gerade in solchen diesen kleinteiligen europäischen Gemeinschaften, wo ein Fürst und zwei Mätressen und drei Soldaten irgendwie alle paar Kilometer auftauchten, war das ein Faktor, der gereinigt hat, ja, und vereinigt hat. Das sollte man vielleicht auch nicht aus dem Blick bekommen. Heute ist mit der Geldkritik sehr schnell bei der Hand, ja, und da gibt es auch sicherlich sehr gute Gründe. Aber warum sieht man dieses befreiende Potenzial so gar nicht mehr? Und was ist da falsch gelaufen? Ne? Vielleicht die zwei Punkte. Alternative zum Geld, Tauschringe etc. Und der zweite Punkt, der Adrian von Jago schreibt das alles mit. Der zweite Punkt war, über den Wert, sozusagen den positiven Wert des Geldes nochmal nachzudenken. Herr Schnaas. Ich würde unbedingt anschließen wollen an diesen positiven Aspekt des Geldes. Man darf ihn nicht historisch schon mal gar nicht aus dem Blick verlieren. Wahrscheinlich hat das Geld viel mehr dazu beigetragen, all die Fürsten und aus ihren Palästen zu treiben, als dass alle Pamphlete dieser Welt zusammen geschafft haben. Also das müssen wir im Kopf behalten. Und wir müssen es, und das würde ich jetzt dann nochmal vielleicht erweitern, auch im Kopf behalten dafür, dass wir von den Wirtschaftsformen, den alternativen Wirtschaftsformen, von denen wir sprechen, ich dann auch nochmal sagen muss, dass ich jetzt nicht nur das Geld nochmal retten möchte, sondern auch den Kapitalismus nochmal retten möchte. Also ist ja nun unzweifelhaft so, dass uns der Kapitalismus von der ausbeuterischen Phase, die wir dann hier hinreichend besprochen haben von vor 150 Jahren, das war er ja auch, aber selbstverständlich hat er auch eigengesetzlich uns all diese Spielräume überhaupt erst eröffnet. Also auch der Kapitalismus hat dazu beigetragen, dass wir überhaupt erst, was weiß ich, Steinkühlerpausen und 35-Stunden-Woche haben. Auch erst der Kapitalismus hat es geschafft, Adam Smith und David Ricardo glaubten noch nicht daran, dass es so etwas jenseits eines ausgebeuteten Arbeiters gibt. Aber sehr schnell, das wissen wir ja heute, sind aus ausgebeuteten Arbeitern konsumkräftige Konsumenten auch geworden. Und das hat natürlich selbstverständlich auch etwas mit dem Kapitalismus zu tun. Wir sehen es jetzt ja auch in China. Selbstverständlich ist, da ist die Entwicklung ungleich schneller als hier, aber eine materielle Sicherheit ist die unbedingte Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt erst darüber denken, nachdenken können, wie wir sozusagen uns Freiflächen jenseits dieser materiellen Nöte eröffnen. Und das schließt, glaube ich, daran an, was Herr Villauer gesagt hat. Entschuldigung. Also das der erste Punkt, sozusagen positiven Wert des Geldes in der Tat wiederbeleben. Als zweiten Punkt nehme ich mal Ihre zwei Punkte von vorne, ja, nämlich die Bilder von Freiheit und Eigentum neu zu denken. Ja. Ja, und dann insofern auch zur Selbstreinigung des Liberalismus beizutragen und vielleicht der vorzeitigen Abschaffung entgegenzuwirken. Ich Sie nacherzähle. Unbedingt. Herr Lampater. Ja.
wir mitnehmen für die. Nicht sein werden von mir. Mir kommt im Moment zu kurz die Frage, welche Verantwortung tragen wir alle dazu, dass Staaten sich so hoch verschulden und dieses Geld via Transferleistungen verteilen? Welche Möglichkeiten gibt es tatsächlich, auch gegen populäre Rentenerhöhungen und ähnliche Themen Staatsschulden zurückzuführen? Das wäre eine Frage. Darf ich es auch bei einer belassen? Klar. Ich dachte, vielleicht sagen Sie auch noch Zinsen wieder erhöhen oder andere Zinspolitik der EZB oder so. Ist ja auch ein wertvoll. Ich glaube, Herr Schnaas hatte das selber. Ist im Prinzip genau das. Die Zinsen sind ja so niedrig, damit die Staaten sich so hoch verschulden können. Ist ja von der EZB nichts anderes als genau das getan. Die beiden Banker, wenn ich das sagen darf, machen soziale Marktwirtschaft, so wie sich das mal Herr Röpke gedacht hat. Ja. Also vielleicht können wir es so sagen. Das bedeutete eben, dass Geld was kostet und das bedeutete, dass normal investiert wird auf Sicht. Also Wege aus den Staatsschulden raus, wenn ich Sie richtig verstehe, als Punkt, den wir mitnehmen. In der Verantwortung von allen von uns. In der Verantwortung von allen von uns. Herr von Jago schreibt es auf. Herr Professor Rothbeck. Entschuldigung. Zwei Punkte. Sie können die Welt erschüttern oder auch ganz... Also wenn man, ich mag immer diese Dualität Staat-Markt nicht, das ist eine Erfindung, eine ziemlich späte Erfindung. Mir kommt es eher darauf an, dass wir über Geldökonomie und Moral sprechen. Ursprünglich war der geldorganisierte Tausch ein Teil eines Wertsystems. Ja? Er war der Ethik untergeordnet. Aristoteles hatte sich langsam emanzipiert. Und hat gesagt, es ist ein vollkommener Naturprozess, der Kapitalismus ist reine Natur, ja, Physiokratie, Herrschaft der Natur. Und man kann höchstens durch Rahmen die Spielregeln ein bisschen beeinflussen, Hohmann und solche Wirtschaftsethiker sagen das. Und dieser Zustand ist jetzt erreicht. Ich glaube, da ist ein wesentlicher Denkfehler und damit kommt ein kleiner Vorschlag, so Vorschläge zu machen für den ganzen Globus, finde ich immer ein bisschen albern, aber ich werde es trotzdem machen. Wir müssen wieder die gesamte Geldwirtschaft in eine moralische Ordnung einbetten. Das muss das Ziel sein. Wobei in der moralischen Ordnung natürlich ökologische Werte einen ganz hohen Stellenwert haben. Aber mir ist es wichtig zu verstehen, dass es einen Wettbewerb zwischen Moral und Markt gibt. Röpke wurde zitiert. Von Röpke gibt es eine wunderbare Aussage. Man hat früher geglaubt, der Markt sei ein Moralanreicherer. In Wahrheit ist er ein Moralzehrer. Also operiert der Markt offensichtlich auch nach Röpke. Logisch auf derselben Ebene wie die Moral. Und zu sagen, der Markt ist amoralisch, er ist effizient, aber er ist amoralisch oder ist außerhalb der Moral, das ist ein ganz, ganz falsche Blickrichtung. Ja. Und das ist der erste Schritt, wieder erkennen, Märkte sind moralische Einrichtungen. Und High-Frequency-Trading ist ein Verstoß gegen elementare moralische Regeln und nicht einfach nur ein technisches Ereignis. High-Frequency-Trading ist so ein spezieller Trick, wie ein paar Großbanken durch Vorauseilen die Anleger abzocken. Ja, im Millisekundentakt, im Nanosekunden soll es inzwischen sogar schon sein. Also das scheint mir der zentrale Punkt zu sein. Einen zweiten Punkt wollen Sie haben, bringen wir die ethische Ausbildung wieder in unsere Ausbildung, dass die Leute das auch lernen. Stattdessen unterrichtet man ihnen Wirtschaft. Ja, was bringen wir ihnen dann bei? Sollen Samuelsen lesen? Da finden sie von diesen Gedanken überhaupt nichts drin. Wir müssen ihnen wieder beibringen, dass es moralische Haltungen, moralische Werte zu erlernen gilt. Und das müssen wir auch in unsere Ausbildung reinbringen. Das ist mir also ein ganz großes Anliegen. Danke. Meinst du? Herr Mönch, Sie sind... Ja, ich verstehe die Frage so, es geht um Zukunftsfähigkeit und um zukunftsfähige Entwicklung, zwei Vorschläge zu machen. Und der eine ist, der ist ganz praktischer Natur, dass wir eben aus dieser reinen Rendite-Risikobetrachtung herauskommen, in jeder Form von Investitions- und Geldanlageentscheidung. Und das erreiche ich dann, glaube ich, wenn wir sukzessive es schaffen, Transparenz in Geldverwendung zu bringen. Also Transparenz in die Geldverwendung dessen, was Banken machen, was Versicherer machen, was Pensionskassen machen, wofür wird dieses Geld verwendet. Muss Transparenz hergestellt werden.
Die eine Bank traut sich, wie wir es tun, wir veröffentlichen jeden Kredit, den wir vergeben. Das mag eine geeignete Methode sein, für andere Banken auch, zu veröffentlichen, was tun wir eigentlich, also Transparenz in die Verwendung von Geld zu bringen. Das ist eine Form, die die Chance in sich birgt, zukunftsfähige Entwicklung herzustellen. Und die andere ist das, was gerade formuliert wurde, wir sehen es genauso, es muss in die Bildung, in die Schul-, in die Oberstufen, in die Wirtschaftsgymnasien, technische Gymnasien, überhaupt in die Hochschulbildung, es muss möglich sein, alternative Ökonomie- und Wirtschaftsmodelle zu denken, zu üben, zu diskutieren und eben nicht den Mainstream zu machen und sich auf dieser reduzierten Ebene der Rendite-Risiko-Entscheidung nur Entscheidungen zu treffen. Herzlichen Dank, Herr Münch. Herzlichen Dank an Sie alle für diese erste Runde als Weltethos-Institut. Nehme ich natürlich gerne mit, dass es auch darum geht, Ethik zurück in die ins Denken über Wirtschaft nachzudenken. Das ist ja unsere Hauptaufgabe hier. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass Sie sich da, glaube ich, alle einig waren. Wir haben in der zweiten Runde, die gleich ansteht, dann eine ganze Menge offener Fragen noch. Ich habe mit Sicherheit ein paar mitgenommen, aber Sie sicher auch. Sie werden in der zweiten Runde jetzt von den Zuhörern und Mitdenkern zu Mitdiskutierenden. Und das machen wir dann über die Methode des Fishbowls, die ich dann nochmal erläutere, wenn wir das auf dem Podium arrangiert haben. Hoffentlich nicht zu wackelig, aber dann dürfen Sie mit aufs Podium und diskutieren. Und ich gebe jetzt das Wort nach einem Dank und der Gelegenheit zum Applaus noch an den Herrn von Jago, und der lädt Sie dann gleich zu was Besonderem ein. Herzlichen Dank. Auch in meinem Namen nochmal herzlichen Dank für die Diskussion, dafür, dass Sie unsere Fragen ernst genommen haben und so ernsthaft und trotzdem humorvoll diskutiert haben. Und ich freue mich auf eine zweite Hälfte, in der wir hoffentlich von Ihnen auch eine Menge Fragen bekommen und in der Sie sich auf die Bühne trauen und in die Diskussion gehen. Und ich darf Sie jetzt einladen zu einem Glas Sekt, das uns der Marktladen, auch ein Sponsor der langen Nacht der Nachhaltigkeit, dankbarerweise zur Verfügung gestellt hat. Und mit Verfügung meine ich natürlich, Sie sollen es trinken. Und dann sehen wir uns um 15:15 hier wieder. Und fühlen Sie sich frei, natürlich zu gehen. Vielleicht kommen auch noch ein paar Leute. Und ja, ich hoffe, Sie bleiben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind auf dem Podium etwas zusammengerückt, weil die Diskussion erstmal so nett war und alle irgendwie Gefallen aneinander gefunden haben, aber vor allem auch, damit wir hier zwei Stühle noch draufstellen können, die leer sind, aber die nicht leer bleiben sollen, sondern auf die Sie jetzt sich selber in die Diskussion einwechseln können. Das Prinzip bei einer Delphi-Diskussion oder bei einer Fishbowl-Diskussion ist, dass eben freie Stühle da sind und Sie können sich dann selber in die Diskussion reinbegeben, werden sozusagen zum Teilnehmer, setzen sich dazu. Jetzt sage ich es doch, Sie können sich auch selber auswechseln, wenn Sie finden, Sie haben für heute auch genug gesagt, dann machen Sie den Stuhl frei und gehen ins Publikum. Aber ich glaube, jeder ist dankbar, auch mit Ihnen nochmal zu diskutieren. Insofern freue ich mich auch, wenn Sie sitzen bleiben. Jetzt probieren wir mal, wer mitdiskutieren, wer mitreden will. Den bitte ich hier, vorne sind auch Stufen, hier hochzukommen, sich hinzusetzen und an der Diskussion teilzunehmen. Und wenn Sie eine Frage gestellt haben und das Gefühl haben, so die Diskussion bewegt sich irgendwo weiter, machen Sie auch Platz für den Nächsten. Sie sind mutig, herzlich willkommen. Ja, gibt noch einen zweiten freien Stuhl, aber wir lernen das im Laufe des Abends. Ich nehme an, dass wir jetzt etwa nochmal, je nachdem wie es läuft, halbe, dreiviertel Stunde auch nochmal diskutieren. Applaus, herzlichen Dank. So, und Sie würden jetzt so ein bisschen das Mikrofon, was hier steht, dann mit Herrn Filhauer mitbenutzen und teilen. Und ich gebe Ihnen gleich die erste Frage. Sie waren der erste Mutige. Nehmen Sie das Mikrofon und diskutieren Sie mit. Vielen Dank. Also, ich habe mir mehrere Gedankengänge überlegt. Die erste Frage ist, wie hoch ist Deutschland momentan verschuldet oder wie viel wert ist pro Kopf? Weiß das jemand? So grob 3.000 Euro pro Kopf? Da kommen Sie nicht mit hin, ja. Nein, aber ich... 80% vom BIP, ne? Yes. Das wären 2 Billionen. Ja. Pro Kopf? Nein, nee, insgesamt Billionen. Da kann man die 2 Billionen Euro. Durch 88 Millionen teilen. 2 Billionen.
kann das jemand mal machen? Weil mein Gedanke ist im Prinzip, was wäre, wenn man das jetzt auf jeden Kopf aufteilen würde und wenn das jeder zahlen würde? Dann müsste jeder, sagen wir mal, 10.000 Euro oder 2.000 oder müsste den Betrag X bezahlen und Deutschland wäre dann schuldenfrei. Eben, die Vermögenden, ja. Die Vermögenden, denen wollen sie das Geld belassen, die Ansprüche haben. Also wenn jemand deutsche Staatspapiere hat, dann ist er vermögend. Er besitzt deutsche Staatspapiere. Andererseits wird das verzeichnet als Schuld im Staatshaushalt. Ja. Das ist ja immer eine Gegenbuchung. Also wenn Sie die Schuld wegnehmen, nehmen Sie auch das Vermögen weg. Wenn Sie 25.000 Euro auf dem Sparbuch haben und schenken die jetzt dem Staat, um sich zu entschulden, dann hat der Staat 25.000 weniger Schuld und Sie haben keine 25.000 mehr auf dem Sparbuch. Ja, das ist ja das, was er meint. Also er meint ja genau das. Genau. Jeder bezahlt etwas und wir das heißt der Staat und Länder, Gemeinden sind schuldenfrei. Das ist das. Und das würde selbstverständlich gehen. Keine Frage. Das wird nicht gehen, weil die Einkommen und die Vermögen nicht so verteilt sind. Das viel ungleich verteilt. Richtig. Der eine oder andere müsste mehr geben, der eine oder andere etwas weniger, weil er nichts hat. Die Sparquote, um das mal ganz kurz zu verdeutlichen, liegt zwar, glaube ich, bei 10-11% in Deutschland, also in sehr, sehr angenehmen, guten Höhen. Allerdings ist es so, dass die niedrigsten 50% der Einkommen, mit anderen Worten, die Hälfte der Bevölkerung, die weniger als die andere Hälfte verdient, eine Sparquote von gleich Null hat. Das ist das, was im Moment ja immer auch diskutiert, weshalb es einen Mindestlohn geben soll, weshalb es eine Lebensleistungsrente geben soll. Also mit anderen Worten, die haben schlicht und ergreifend kein Vermögen und eben auch keine Sparquote. Aber ist die Idee nicht? Der Vorschlag wäre eine gigantische Umverteilung von unten nach oben. Ja. Genau so. Ja. Weil wenn jemand sehr reich ist und sehr viel deutsche Staatspapiere hat, dann müsste er dann auch nur die Pro-Kopf-Summe bezahlen. Das tut ihm ja gar nicht weh. Wir müssen es dann asymmetrisch aufteilen. Ja. Die Kurve nach oben fahren und der 10 Millionen hat, der muss 5 Millionen abgeben. Und der 10.000 Euro hat, muss nichts abgeben. Wäre eine Überlegung zum Beispiel. Aber noch einmal, selbst wenn es ginge, das wäre ja vielleicht der interessante Gedanke, selbst wenn es ginge, glauben Sie, dass der Zustand der Schuldlosigkeit sehr lange dauern würde oder nicht? Also jetzt kommen wir mal zu dem Problem. Der Denkprozess müssen was wir theologisch. Nein, das wird nicht theologisch, das ist ja eine ehrliche Frage. Also wir haben ja eben von der Moral in der Ökonomie und der Rückkehr der Moral in der Ökonomie gesprochen. Jetzt können wir mal hier mit den Füßen bzw. mit den Händen abstimmen und nochmal die Frage stellen, wer von Ihnen denn all beispielsweise eine Lebensversicherung hat? Das sind wahrscheinlich sehr viele, es traut sich keiner. Ja, ist klar, es traut sich keiner. Nur, wenn Sie eine Lebensversicherung haben, dann bedeutet das, dass Sie noch immer 4% Rendite dafür bekommen. Diese 4%, ungefähr 4% Rendite, diese 4% Rendite bekommen Sie aber doch nur, nicht weil Sie in deutsche Staatspapiere im Moment investieren, sondern Sie bekommen diese selbstverständlich nur, weil Sie in, sagen wir mal, schlecht beleumundete südländische, europäische Staaten investieren. Also das ist ja, Entschuldigung, aber... Ja, das gibt sowas wie den Deckungsstock, also da sollte man vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Fakt ist, dass das hatte ich ja gesagt, die Zinsen sind zu niedrig und es wird solche Versprechen, wie sie Lebensversicherung machen, ad absurdum führen. Das ist sicher richtig. Ich will mal noch kurz, ich habe hier gerade nachgeschaut, staatsschuldenuhr.de, ich glaube, die sind verlässlich. Da gibt es die Pro-Kopf-Verschuldung, liegt bei 25.581 Euro. Und interessanter ist natürlich eigentlich noch die pro-erwerbstätigen Verschuldung. Wenn wir den Erwerbstätigen wenigstens annehmen können, dass sie Einkommen haben. Da liegt die Staatsverschuldung dann hochgerechnet auf die bei 51.161 Euro. Das wird in der Tat für alle schwer, sowas zurückzuzahlen dann. Aber ich weiß noch, 1994 habe ich einen Brief geschrieben an Theo Weigel und habe protestiert gegen die Schulden, die da laufen. Damals waren es 12.000 Mark pro Kopf, was ich einen ungeheuren Skandal fand. Und an Weigel entrüstet geschrieben habe, aber also ich bin entsetzt, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt gedacht, es seien mittlerweile etwa 12.000 Euro, hätte sich verdoppelt, aber es sind tatsächlich 25.000 Euro. Aber der Trick oder die Idee wäre ja, dass Sie sagen, naja, dann kaufen wir mal den Staat von seinen Schulden frei, ist ja schon mal, oder lösen den aus, den Staat, dann wird dann schon mal nicht mehr abhängig von Finanzmärkten.
Stimmt die Überlegung im Prinzip, oder? Ja, sicher, das würde stimmen. Ich meine, diese Überlegung hat ja gestimmt. Irgendwann mal, ich glaube, in den 50er, 60ern hat sie ja gestimmt. Also, da war es ja genau so. Also, insofern ein wunderbares Szenario. Es wäre alles wünschbar. Nur möchte ich vor dem Gedanken, vor der Reinheit ihres Gedankens würde ich sie gern beschützen wollen. Also, nämlich vor der Reinheit des Gedankens, dass Schulden an sich was Schlechtes sind. Das sind sie selbstverständlich nicht. Also wenn Sie das Geld zu dem Kollegen hier bringen und sagen, ich möchte einen Kredit haben, dann wird er Ihnen auf die Finger gucken und sagen, können Sie das denn irgendwie besichern? Dann gebe ich Ihnen auch den Kredit. Und das erleichtert Ihnen, uns allen, das Leben. Also insofern sind Schulden per se nichts Verkehrtes. Noch einmal, es muss an Sie das Versprechen der Rückzahlung geknüpft sein. Das, was man gemeinhin wofür früher mal das schöne Wort zur Verfügung stand, dass Risiko und Haftung beieinander stehen müssen. Das ist heute ein selten gewordener Gedanke, der zwar jeden Tag in den Banken hochgehalten wird, aber auch in den Sparkassen und nicht sagen wir mal, in den Bezirken in der Wall Street oder in Frankfurt. Also ja, das war ja gerade der Trick, diese Finanzmarktmodelle, dass man versucht hat, Risiko zu trennen von Rendite. Ja, das war gerade die große Hoffnung und das war die die ökonomisch-theoretische Einleitung der Fehlentwicklung. So, Herr Schnatz angesprochen. Ich sehe, dass Sie haben ja noch ein ganzes Büchlein da, Sie haben offensichtlich noch weitere Fragen, aber vielleicht auch Ihr Kollege. Ich glaube, tendenziell ist überhaupt Zeit zu fragen, ja, was erben Sie da eigentlich? Also, und wie kann man verhindern, dass Sie also irgendwie in der Bad Bank, sagt man ja nicht mehr, ist ja dann ein Bad System, erben. Die Frage ist ja noch offen von vorher, nämlich die Frage, wie kommen wir denn dann zu einer Transformation? Wird es eine Revolution oder wird es eine Reform? Wird es sozusagen eine Selbstheilung? Da setzt vielleicht Herr Schnaas drauf oder gibt es einen großen Knall? Oder weiß ich, wenn Sie sagen, der Liberalismus oder auch der Kapitalismus, die haben ausgedient. Was kommt denn dann? Was kommt denn danach und wie kommt es? Frage an alle. Jedenfalls nicht der Sozialismus. Wenn ich da noch was anschieben, hinten ranhängen könnte. Haftung ist ja ein Stück weit Verantwortung, wer tritt für was ein? Und das ist ja heutzutage ein seltenes Gut, dass jemand wirklich Verantwortung übernimmt. Ich glaube zum Beispiel Gorbatschow, der ist in Russland nicht sehr beliebt, weil er ja einige Dinge historisch gemacht hat, die für uns gut sind. Der hat die Grenze geöffnet und so weiter. Die Frage ist dann eben, wie weit greifen müssen Veränderungen sein, um ein Stück weit mehr Gerechtigkeit zu schaffen? Und wer übernimmt dann auch die Verantwortung dafür? Und was würde das auch für uns heißen, in unserem Wohlstand ein Stück weit was abzugeben? Ja, oder kracht es dann doch irgendwann mal? Also wahrscheinlich fühlt sich ja niemand in der Lage, da wirklich eine Entscheidung herbeizuführen. Und irgendwann wird es wahrscheinlich doch mal krachen. Oder es kracht ja schon die ganze Zeit terroristisch oder freiheitskämpferisch. So, geben Sie mal Ihr Mikro dem Philau. Zurück. Also ich wollte nur darauf hinweisen, auf die Denkfigur, die jetzt dahinter steht, oder die zwei Denkfiguren. Es gibt einmal die Vorstellung, wir haben eine Gesamtmenge von Geld und Gütern. Und die sollen wir jetzt gerecht verteilen. Ja, also das heißt, irgendwie das passt nicht, weil eben die 50% nicht, die haben gar nichts oder wenig. Währenddessen bei Amerika ist es, glaube ich, so, dass 0,1% der Bevölkerung besitzen, glaube ich, 50% der Vermögensbestände, so ungefähr. Ja. Also es gibt eben deswegen die Vorstellung, es scheint auch irgendwie intuitiv auf der Hand zu liegen. Ja, dann nehmen wir es doch da, wo es ist, ne, und verteilen es schön gleich und so weiter. Das Gegenmodell oder die Gegendenkrichtung ist ja eher die, dass man sagt, wir leben in einem System, das sich dauernd verändert, das wächst, das in bestimmte Richtungen sich weiterentwickelt und so weiter. Wir müssen die Faktoren stärken, die dafür sorgen, dass eben auch die Leute eine Chance bekommen, die jetzt noch nichts haben, so ungefähr. Das sind diese großen Auseinandersetzungen immer. Also und da muss man sich eben irgendwie positionieren. Ich sage jetzt nicht, dass das falsch ist oder das richtig, aber ich weise darauf hin, dass es diese Grundideen gibt. Nicht? Also die klassisch eher liberal, marktwirtschaftlich orientierten Leute sagen, das bringt nichts, das als ein statisches System zu betrachten, als festgelegte Güter und Geldmenge, sondern ihr müsst darauf achten, wo sind praktisch die Impulse, um Vermögen aufzubauen und solche Dinge. Ne?
Also das wird in der Diskussion, glaube ich, immer wieder eine Rolle spielen. Und ich glaube, da kann sich jeder selbst einordnen, welche Art von Modell er verfolgt. Und daraus folgt natürlich auch, an welche Art von Gerechtigkeit er denkt. Ja? Was Sie jetzt so ein bisschen haben aufscheinen lassen, darauf würde jetzt ein klassischer Marktliberale sagen, es kann nur um Chancengerechtigkeit gehen. Ja? Es geht nicht, dass man den einen wegnimmt und den anderen, um es den anderen zu geben, weil dann legen wir die Axt an die, sagen wir, die Grundbedingungen unseres Zusammenlebens. Ja? Und jemand, der eher, sagen wir mal, auf der anderen Seite steht, vielleicht eher politisch links, würde sagen, naja, aber das ist so Markt, also zum Himmel schreiend ungerecht, ja, dass der Zusammenhang der Gesellschaft gefährdet ist, wenn so extreme Gegensätze entstehen. Ne? Also das einfach nur so als, sagen wir mal, zwei Perspektiven, die es da gibt in dieser Frage. Ja. Es gibt ja noch eine mittlere, bloß einen Satz. Die mittlere heißt, es würde ja schon reichen, wenn bestimmte Leute überhaupt Steuern zahlen würden. Ja. Weitere Fragen an Sie, vielleicht, genau Sie, ja. Möchtest du zuerst? Ja, nee, mir ist ganz egal. Sie haben das Mikrofon da, ja. Können Sie mal reden, das ist das Schöne am Mikrofon. Also schauen Sie mal, Sie ist wie ich, Sie haben das Mikrofon, dann reden Sie einfach. Der Titel der Veranstaltung hat mich ein wenig neugierig gemacht, auch die Frage zu stellen, was ist eigentlich Geld und wie funktioniert Geld? Und soweit ich es verstanden habe, kommt Geld in unserer heutigen Gesellschaft über die Banken in Umlauf durch den Bankkredit. Und jetzt habe ich unterschiedliche Vorstellungen von dieser Bankkreditschöpfung oder Geldschöpfung hier in der Runde gehört. Also die einen haben gesagt, da kommen die Sparer, tragen das Geld zur Bank und die Bank gibt es dann weiter an die Unternehmer, die gerne oder die Konsumenten, die einen Kredit aufnehmen wollen. Und dann gibt es diese andere, eher volkswirtschaftliche Sicht, dass die Bank auch Kraft ihrer Banklizenz auch Geld schöpfen kann und dazu nicht unbedingt jemand vorher das Geld gespart haben muss. Weil anders kann man sich auch diese extremen Geldmengenerweiterungen, die es in den letzten Jahrzehnten gab, gar nicht vorstellen. Und wie kann man diese beiden Ansichten miteinander in Einklang bringen? Das ist die große Frage, die sich mir immer stellt und die anscheinend von Volkswirten und Praktikern einer Bank ganz unterschiedlich gesehen werden. Ja, was sagen die Praktiker aus der Bank, Herr Lampada? Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Also wir haben zum einen natürlich die Sparer, die das Geld bringen und daraus kann ich Kredit generieren. Und dann ist der klassische, die multiple Giralgeldschöpfung, habe ich mal gelernt, dass ich einen Teil dieses Geldes dann bei der Bundesbank deponieren muss und den Rest kann ich verleihen und so kann ich immer einen Kreislauf in Bewegung setzen. Jemand bekommt das Geld, der legt es wieder wo an. Von diesem angelegten Geld kann ich wieder, einen Teil muss ich bei der Bundesbank deponieren, einen Teil kann ich wieder verleihen und so kommt die multiple Giralgeldschöpfung, wie das heißt, zustande und daraus entsteht dann eine Bankbilanz. Aber irgendwann am Anfang ist irgendeiner, der Geld hat, das er deponiert. Aber ich habe da so einen Verdacht, es könnte eine Verwechslung vorliegen. Wir dürfen Geld, Mengen, Kredit nicht verwechseln mit Ersparnis im volkswirtschaftlich realen Sinn. Das ist so innerhalb der VGR, also der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, ein einfaches Buchungssystem. Ja, da sind immer die Investitionen plus Exporte gleich den Ersparnis, sehr einfach. Ja. Minus Ersparnis des Staates, also minus die Schulden. Ja. Das muss immer stimmen, volkswirtschaftlich gesprochen, vom Kreislauf her. Ja. Dieser Kreislauf wird zustande gebracht durch Geld und im Geld spielt der Kredit natürlich eine große Rolle. Also über Kredit kann man natürlich Geld schöpfen und das kann dienen einerseits, und das ist ja, glaube ich, was Herr Schnatz heute sehr deutlich rausgestrichen hat, einerseits, Sie auch, Sie beide, es kann dazu dienen, reale Investitionen zu finanzieren. Ja, da ist kein Problem, weil dann fügt sich das in die volkswirtschaftliche Bilanz wieder ganz normal ein. Es kann aber auch, und das ist das Perverse, dazu dienen, zur Finanzierung von Assets, von Papieren, von fiktiven Titeln zu dienen. Und der Witz ist, dass diese Titel in unserer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zum Bruttosozialprodukt gerechnet werden. Ja, in England sind es, glaube ich, an die 14%, die reine Finanztitel sind, da stecken keine realen Güter mehr dahinter. So dass man beides, ich habe Ihnen vorher gesagt, man darf zwei Sachen nicht verwechseln, aber heute muss man die verwechseln, weil die nämlich in der öffentlichen Wahrnehmung immer wieder verwechselt werden. Ja. Vielleicht kann man noch ein bisschen lebenspraktisch darauf hinweisen, die Finanzmärkte, also ich habe eben von dem Zusammenhang von Risiko und Haftung gesprochen.
man kann darüber streiten, ob die Deutsche Bank nun auf Agrarspekulationen erlaubt sein soll. Man kann darüber streiten, ob Derivate eine Funktion haben, eine positive Funktion haben oder nicht. Man kann darüber streiten, ob die einen gesamtwirtschaftlich positiven Effekt haben. Ich, nur in Klammern gesagt, würde bezweifeln, dass die allermeisten Derivate, die heute gehandelt haben, werden irgendeinen positiven wirtschaftlichen, realwirtschaftlichen Zweck haben. Nur, von mir aus können Sie alle mit hantieren, Sie können wetten, Sie können Trading machen, Sie können die Algorithmen füttern, die Computer füttern mit Algorithmen und alles immer noch schneller machen und eine hundertstel Sekunde dem kann die UBS der Deutschen Bank voraus sein und denen eine Nase ziehen und sagen, ich habe aber jetzt 2 Millionen in einer Millisekunde gewonnen. Alles recht, solange sie sozusagen bezahlen. Also noch einmal, im Grunde ist die Sache ziemlich einfach. Wenn wir es hinbekommen, dass Banken pleite gehen können, wenn wir es hinbekommen, dass Staaten pleite gehen können, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Was wir erlebt haben in den vergangenen Jahren war, glaube ich, wenn wir uns jetzt die Krise wie so eine Wellenbewegung vorstellen, es wurden immer größere Wellen, die mit immer billigerem Geld immer höher aufgepeitscht wurden. Erst waren es Unternehmen, die drohten pleite zu gehen, billiges Geld rein, weiter ging es. Dann waren es Banken, die pleite gingen, eben wurde billiges Geld reingepumpt, weiter ging es. Jetzt sind halt die Staaten dran. Irgendwann ist, mit Verlaub, hängen im Schacht. Also irgendwann geht es nicht mehr weiter. Irgendwann ist diese große Welle ein Kavenzmann und wird uns alle begraben. Ich bin kein Apokalyptiker. Ich will ja sagen, es gibt auch andere Wege daraus. Aber diese andere Wege kostet uns auch Geld. Und diese andere Wege wird sein, dass das Geld so billig bleibt und diese Niedrigzinsphase anhält. Das kostet uns sozusagen als Sparergeld. Und wenn die Zinsen dann eben irgendwann mal wieder steigen und die Inflation irgendwann mal steigt und die EZB es schafft, dieses Geld wieder rauszupumpen, was sie ja uns immer verspricht, selbst wenn sie es schafft, würde es aber selbstverständlich bedeuten, dass wir es mit einer kleinen Inflation zu tun haben und diese Inflation wird dann unsere Vermögenswerte auffressen. Also Pest und Cholera, das kommt auf uns zu. Das ist ja mittlerweile manifest, dass das auf uns zukommt. Also wie gesagt, gehen Sie jetzt nicht beunruhigt nach Hause. Aber es ist, die Lage ist, glaube ich, gemütlich nicht. Herr Schnase, ich frage Sie nachher noch, vergessen Sie nicht bitte mir zu sagen, wie Sie Ihr Geld anlegen. Herr Münch, ich würde gerne noch und dann gleich würde ich gerne auch andere noch ermutigen, also sich vorne einwechseln zu lassen. Machen Sie einfach deutlich, wenn Sie hoch wollen, kommen Sie. Ja. Kommen Sie hoch. Aber kommen Sie hoch und stellen sich an, dann. Genau, ja, die Antworten versprechen wir Ihnen, die genau. Ich setze mich neben Sie oder stehe neben Ihnen und sage Ihnen die Antworten. So, Herr Münch. So. Ja, ich wollte nur mal. Danke. Dieser Frage wollte ich nochmal nachgehen, die gerade gestellt wurde. Was ist Geld? Ich meine, jeder lernt wahrscheinlich diese drei klassischen Definitionen, nicht? Wertaufbewahrung, Transport und so weiter, Mittel. Aber, und da komme ich immer wieder ganz gerne darauf zurück, auch wenn es gebetsmühlenartig sich anhören mag. Geld ist letztendlich auch Ausdruck unseres Wertesystems und Geld ist soziales Gestaltungsmittel, wenn wir es dazu machen. Das heißt, ich werde immer als Konsument, als Verbraucher, das Synonym als Geldanleger, werde ich darauf zurückgeworfen, wie setze ich dieses Geld ein. Und dass wir Geld brauchen, um zu transportieren, liegt auf der Hand. Ansonsten wäre Globalisierung und eine geteilte Wertschöpfung überhaupt nicht möglich. Das ist auch gar nicht zu verteufeln. Aber die Frage ist eben, wo und in welcher Form wird dieses Geld eingesetzt, unter welchen Prämissen? Darf ich da anknüpfen? Also ein Aspekt ist vielleicht noch nicht beleuchtet worden, nämlich der demografische. Also manche von den Problemen, die wir hier diskutieren, haben ja auch damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der, sagen wir mal, die Bildung von Risikokapital, das Investieren in neue bahnbrechende Projekte, neue Horizonte, sagen wir mal, eben das, was wir als schöpferische Zerstörung und so weiter beschrieben haben mit Schumpeter, dass die ein bisschen in den Hintergrund rücken, weil wir auf eine ganz konsequent auf eine Renten- und Versorgungsgesellschaft zusteuern. Ja? Also man muss sich nur den Koalitionsvertrag ansehen. Ja? Also da wurde gepampert und zwar für die Leute, die keine oder graue Haare haben. Ja? Und also ich zähle mich da selbst dazu. Ja? Und, ich wollte gerade sagen, ich finde gar nicht so schlecht. Ja. Nee, also wie man das jetzt auch einschätzt, man kann es auch als gerecht, Mütterrente und so weiter beschreiben, das ist nicht die Sache, sondern es gibt eine Tendenz, dass wir hier in Deutschland gerade eben eine, sagen wir mal, Versorgungs- und Stilllegungsgesellschaft werden. Ja? Da sehe ich wirklich eine echte Gefahr drin. Denn die Investitionen
die in Zukunftsprojekte gehen, die auch bedeuten, dass man sein eigenes Lebensmodell nochmal überdenkt und so weiter und so fort. Das, was eben junge, nachwachsende Generationen eigentlich anstoßen sollten, die scheinen mir ein bisschen in den Hintergrund zu geraten. Ja? Das ist nicht, soll jetzt nicht als, sagen wir mal, hier Suada gegen den Sozialstaat oder die gerechten Renten verstanden werden, aber es gibt eine strukturelle Veränderung und die hat damit zu tun, wie Sie sagen, Geld verwendet wird. In welche Richtung fließt es? Ja? Genug geredet, Sie haben bestimmt eine Frage. Also ich freue mich sehr, dass diese bunte Zusammenstellung hier und dieses interessante Gespräch stattfindet. Also ich sehe jetzt hier auch Vertreter von zwei Banken, wo ich hier ein Konto habe. Also es freut mich, dass ich mit denen sprechen kann. Mich hat ermuntert, als Sie gesagt haben, Herr Villauer, Alternative zum Geld. Und jetzt möchte ich da mal kurz einen Gedanken vorstellen, den ich habe und wo ich gern Ihre Meinung dazu hören möchte, weil Sie Fachleute sind. Also, ich bin Stadträtin hier in dieser schönen Stadt. Wir hören Klagen, Klagen, Klagen von den Einzelhändlern hier, vor allem in der Altstadt. Ist zu wenig Umsatz, die Kaufkraft schwindet dahin, die Leute kaufen woanders an, 70% oder 75% Kaufkraft, das heißt also von 75%, was hier verdient wird, von 100%, was hier verdient wird, 75% wird hier ausgegeben und das andere irgendwo anders. Also, und auf der anderen Seite, und wir haben natürlich als Stadt, sind wir aufgefordert, bitte die Parkgebühren runter und andere Vorschläge, aber wir haben natürlich die Verantwortung dafür, dass diese Altstadt lebt und dass es dem Einzelhandel auch gut geht. Jetzt tut die Stadt auch Zuschüsse verteilen, an Vereine und die und die und die und die und die. Manche Sachen muss die Stadt machen, andere macht sie freiwillig. Und jetzt überlege ich mir, wie wäre das, wenn wir hergehen würden und würden anstatt Euro das Geld irgendwie also in einer Form geben, die heißen dann Tübinger sonst was, ja, und die Leute, die das dann bekommen, in den Vereinen meinetwegen, die können das eben dann nur in Tübingen ausgeben. Und damit wäre dann sozusagen dieser Effekt, dass das Geld irgendwo abhaut, ja, um dann auch wieder so verrückt um den Globus zu sausen irgendwann mal, dass da 99% nur noch Geld ist, was noch mehr Geld werden will und nichts mehr mit Handel oder Dienstleistung zu tun hat. Also das können wir dadurch verhindern. Und Herr Lampater, ich habe dann schon mal gedacht, Sie von der Kreissparkasse, Sie müssten wir dann, wenn man das macht, müssten wir auf jeden Fall Sie dafür gewinnen, aber möglicherweise halten Sie ja gar nichts von der Idee, aber jetzt wollte ich die Chance nutzen und Sie mal fragen, wie Sie das finden. Herr Lampater, neue Geschäftschancen für ja, die Kreise. Ja, genau. Also ich habe schon mehrfach bei, hier heißt es HGV, woanders heißt es Pro Lörrach, das hat immer das Gleiche, es geht immer um den Handel in der Stadt, habe ich mich immer engagiert dafür, das macht auch viel Freude, weil das was damit zu tun hat, genauso wie das ja auch bei der GLS ist, wisse was du tust, kaufe dort ein, den du die Menschen kennst, die helfen dir auch, wenn es mal irgendwie nicht so gut geht, das ist ja der Grundgedanke, der dahinter steckt. Ja, was macht denn Amazon? Und da fließen die 25% hin. Das sind Dinge, die, ja, aber es gibt eben ganz viele, die das dort machen möchten. Oder die Dinge, die es eben hier nicht gibt, die es woanders gibt. Und zumindest, ich gehe davon aus, dass meine Kollegen und Kolleginnen nicht begeistert wären, wenn sie nur Tübingers bekämen als Bezahlung, weil spätestens in Italien im Urlaub der Tübinger dann wahrscheinlich nicht mehr so bekannt ist wie hier. Also es sind eben diese zwei Funktionen des Geldes, so wie Sie es ja vorher gesagt haben. Wir haben eine Funktion des Geldes, die tatsächlich dazu dient, unser Leben einfach zu machen. Nehme den Euro, kaufe mir ein Bier, bezahle mit dem einen Euro, bekomme das Bier, der Euro ist weg. In Tübingen. Natürlich nicht. Nein, Spaß beiseite, das ist die, wo es die Dinge relativ einfach gestaltet. Das andere ist das in Anführungszeichen große Geld, das wir ja auch gesehen haben, das sich so quasi beliebig vermehrt und über den Globus verteilt. Und das können wir mit diesen Maßnahmen nicht aufhalten, meines Erachtens.
Sie haben aber einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, da gibt es auch keine Differenz. Sie sehen auch den Tübi, wenn wir ihn mal so nennen würden. Der Tübi wäre ja auch aus Ihrer Sicht eine Komplementärwährung, also eine Zweitwährung, eine Nebenwährung. Und Sie würden den Euro nicht in Frage stellen. Insofern würde, glaube ich, Herr Lampeter noch mit Ihnen gehen. Sie müssen sich nur darüber im Klaren sein. Das ist natürlich eine Form von Regionalprotektionismus. Ja. Dagegen ist nichts einzuwenden. Sie haben gesagt, da kann sich Tübingen darauf einigen. Und wie ich Tübingen so von außen wahrnehme, könnte sich Tübingen auch darauf einigen, diesen Regionalprotektionismus ein bisschen zu unterstützen. Man muss sich nur darüber klar sein, dass es so ist. Der reine Marktwirtschaftler würde jetzt sagen, das geht nicht. Der reine Marktwirtschaftler müsste aber auch anerkennen, dass Starbucks 0% Steuern zahlt und das Kaffee am Stadtpark 30%. Also insofern haben wir da sowieso auch schon ein Ungleichgewicht. Um Ihnen jetzt nochmal sozusagen ein Argument mit auf den Weg zu geben und zu sagen, ja Mensch, das ist eine tolle Idee, will ich jetzt sofort sagen, die wunderbare Idee an dieser Komplementärwährung ist, dass sie das Beste aus dem Geld tatsächlich herauskitzelt. Weil dieser Tübi, der wäre eigentlich das schlechtere Geld. Alle Komplementärwährungen leben davon, dass sie umlaufen sollen. Das heißt, er wäre das schlechtere Geld. Alle Komplementärwährungen, es gibt ja den Uckermark, es gibt ja schon so einige Währungen, leben ja davon, dass sie Wert verfallen. Das heißt, sie sind sozusagen das Gegenteil von Kapital. Ja, aber sie verlieren Wert. Nur wenn man dieses Modell macht. Ja, nur wenn man dieses Modell macht. Aber das ist ja das Schöne an diesem Modell. Das heißt, es ist das schlechtere Geld, es verliert an Wert. Man kann es eben nicht als Wertaufbewahrungsmittel mal eben in den Schrank tun und hoffen, dass die Inflation nicht so hoch ist und es ist da irgendwann nochmal genauso viel wert. Das heißt, man bringt es also möglichst schnell wieder in den Wirtschaftskreislauf, in den regionalen Wirtschaftskreislauf. Ich habe nichts gegen regionale Wirtschaftskreise. Ich finde es eine wunderbare, komplementäre Idee. Man darf sich nur nicht darüber hinwegtäuschen, er hat vollkommen recht, dass mit einem Tübi keine Staudämme finanziert werden können. Also das, ich sage ja nur, es hat Grenzen, aber für Kommunen, die sich darauf einigen, wir halten es mit der Marktwirtschaft nicht hundertprozentig, sondern wir finden ein gewisses Maß an Regionalprotektionismus gar nicht verkehrt und können Amazon eine lange Nase drehen, go ahead. Naja, als die Marktwirtschaftler sagen ja dann auch, mit Privatwährungen, wo die sich rausbilden, ist auch okay, ist ja evolutionär und kommt da und wenn die Leute sich da verständigen können, dann hat es sein eigenes Recht, sozusagen auch eine Markt, so kann man's ein auch Marktprodukt, ja, dass da was Neues steht. Sie haben das Mikrofon und eine Frage. Ja, ich möchte den Gesprächsfokus mal wieder mehr auf die Vision lenken und darüber, wie Wirtschaft auch alternativ aussehen kann, wie auch alternativ Geld aussehen kann. Geld muss ja nicht unbedingt als Wertaufbewahrungsmittel dienen. Es kann ja auch als reines Umlaufmittel dienen. Es wäre ja auch überhaupt nicht falsch, wenn es so wäre. Vielleicht ist ja auch die Vorstellung, dass wir mit Geld überhaupt, dass wir überhaupt Kapital anhäufen. Vielleicht liegt auch da der Fehler in unserem System. Aber ich frage mich, wenn man diese theoretischen Diskussionen hört, ich finde das irgendwie, also viele Sachen, die ich heute gehört habe, waren durchaus sehr inspirierend, aber ich frage mich, wie sieht es aus, wenn ich diese Denkanstöße, die ich hier bekomme, wenn ich sie in konkrete Politik umsetzen möchte. Ich frage mich, wie soll Politik beispielsweise mit Bit oder mit Litecoins umgehen? Wie kann man Geldwäsche verhindern? Wie kann man unsere Steuer- und Sozialsysteme darauf anpassen? Wie können wir in einer Postwachstumsgesellschaft, falls wir denn eines Tages dahin kommen sollten, wie können wir es schaffen, dafür zu sorgen, dass unser Rentensystem weiterhin funktioniert? Das sind meines Erachtens die großen Fragen. Leider habe ich darauf bislang relativ wenig Antworten erfahren. Und ich frage mich auch, also das möchte ich nur noch so als Denkanstoß einwerfen, der Begriff Wachstum. Ich finde den Begriff Wachstum immer ziemlich schwierig, weil wir Wachstum ja irgendwann mal definiert haben. Aber ist es nicht so, dass wenn wir halt den Wachstum, so wie wir ihn jetzt standardmäßig mit dem BIP definiert haben, dass wir ihn auch theoretisch unendlich erweitern könnten? Also ich sehe es halt gerade so im Bereich so Umweltökonomie, dass wir halt anfangen, Dingen irgendwo ein Dollarzeichen aufzudrucken, wo eigentlich vielleicht auch gar kein Dollarzeichen drauf gehört, also gerade so aus der moralischen Perspektive gesehen. Wie viel ist ein Hektar Wald wert? Ist das, können wir das wirklich schätzen? Oder was ist ein Unfalltoter wert? Das sind Fragen, die ich mir stelle und wo ich mich frage, ob die Politik weiterhin diesen, ich nenne es mal so allgemein, diesen Rechenansatz fahren soll und weiterhin anfangen soll,
es ist, vielleicht ist es das handhabbarste Tool, das wir haben, dass wir anfangen, alles mit in diese Gleichung einzubauen. Aber gibt es auch Alternativen zu dieser, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, Berechenbarkeitmachung von allem? Gibt es dazu einen anderen Weg? Es gibt ihn schon lange, das Statistische Bundesamt in der Zeit, ich war mal am IFO-Institut vor vielen, vielen Jahren, Anfang der 90er Jahre, da gab es noch keinen Hans-Mann-Sindorf. Hört man mich noch? Nein? Okay, nur also ein Satz dazu. Das Statistische Bundesamt hat Anregungen aufgegriffen, so ein Ökosozialprodukt zu ermitteln. Das ist in allen Details ausgearbeitet. Es wird auch heimlich nebenbei immer schon berechnet. Und es wird der Politik angeboten. Aber es ist keine Nachfrage da. Das ist der Punkt. Da käme nämlich raus, dass das Bruttoinlandsprodukt in bestimmten Phasen überhaupt nicht gestiegen wäre, weil unser Ressourcenverbrauch viel größer war. Wir wären real geschrumpft. Ja? Und das will niemand wissen. Das ist genau der Punkt. Die Politik will es nicht wissen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wie gesagt, ich habe ja vorher schon angedeutet, wenn wir über das Geld grundsätzlich nachdenken, dann müssen wir das Geld als Denkform begreifen, wie es in 2500 Jahren unser ganzes Denken als rechnendes Denken durchwirkt hat. Also das Geld geht viel, viel tiefer in unsere Seele rein, wenn ich mich so ausdrücken darf, als wir ahnen. Und wenn wir eine wirkliche Reform wollen, dann müssen wir genau diesen Prozess erstmal erkennen und dann vielleicht langsam moralisch überformen. Aber das werden dann vielleicht erst Ihre Kinder lösen, das Problem. Ja, es gibt durchaus schon selbst gegenwärtig lebende Banker, mir fallen die beiden Namen immer ein, in dem Interview von der FAZ hat einer der beiden Vorstände formuliert, aus ihrem Gedanken heraus wahrscheinlich, weil wir alles ökonomisieren, verziffern und meinen, berechnen können zu müssen, selbst soziale Beziehungen kann man ja in irgendeiner Form berechnen und Pflege etc. Und sie sagen, diese beiden Bankvorstände, die soziale Beziehung verdampft aus dieser Denke. Also das löst sich in nichts auf, die soziale Beziehung zwischen Menschen, weil wir eben alles auf diesem Bild des Homo economicus und des rationalen Menschen betrachten. Also das haben wir gelernt über, ich weiß nicht, 200, 300 Jahre, wenn man so zurückdenkt, vielleicht noch länger, aber so 300 Jahre wird man wohl ansetzen dürfen. Und Sie sagten schon, evolutionärer Prozess, in dem wir uns befinden. Es wird noch einige Jahrzehnte brauchen. Ganz kurz, also zwei Punkte wollte ich gern aufgreifen. Das eine mit dem sozialökologischen BIP, das haben Sie schon genannt, wie Sie überhaupt viele Sachen sagen, die ich auch sagen wollte. Das finde ich, das gibt es tatsächlich und wird aber tatsächlich einfach nicht so publik gemacht. Der zweite Punkt ist dieser mit der Umlaufgeschwindigkeit. Ne? Also bringen wir das Geld auch unter die Leute, nicht? Also quasi vom Kapital zum, ne, es soll sich bewegen und so weiter. Das hat Charme, aber das Problem ist natürlich, dass Sie für bestimmte große Projekte, ich sage jetzt einfach Energiewende oder sowas, ja, müssen Sie natürlich Kapitalstock haben, Sie müssen bestimmte Reserven haben. Es muss tatsächlich die Möglichkeit geben, da kommen wir nicht drum rum, auf einen Schlag irgendwie größere Reserven irgendwo zu bilden, freizusetzen, zu verwenden und so weiter. Also das heißt, bei einer hochkomplexen Industriegesellschaft wird es schwierig mit der reinen Umlaufgeschwindigkeit, auch wenn es in bestimmten Zusammenhängen sicherlich sinnvoll ist. Und der letzte Punkt, da bin ich völlig bei Ihnen. Also dieses verziffernde, verrechnende und so weiter ist deshalb auch so in gewisser Weise unsinnig, weil es die Motive der Menschen ja nicht abbildet. Ne? Also wir hatten hier ja Max Otte zu Besuch, da war bei der Klüger Wirtschaften-Reihe und der verfolgt diesen Value-Investing-Ansatz und wenn er darüber redet, merkt man ganz deutlich, da ist viel Emotionales dabei. Endlich in solide Dinge investieren, ja, greifbare, gute, solide Wirtschaft, ja, nicht dieses abgehobene Finanzzeug und so weiter. Ja? Das ist was Emotionales. Ja? Also auch wenn die Menschen wirtschaftlich agieren, das wurde vorhin auch schon mal genannt, sind sie natürlich kein reiner Homo economicus, sondern ein emotionales und was weiß ich wie traditionsorientiertes Wesen. Ja? Insofern denke ich, die Emotion und diese Begeisterung, die ist sowieso schon da. Man muss ihr nur mehr Raum geben und muss es ernsthaft auch eingestehen, dass sie da ist. Ja? Wenn ich die Harmonie noch mal kurz stören darf, bevor Sie die stören, genau, wollte ich noch mal ermutigen, dass Sie sich einwechseln, so wie wir steuern ja mit der ganzen. Ich wollte höchstens sagen, Bobo von Michael Ende, da kommt das dargestellt. Also die grauen Herren, die mit den Aktenkörpern in die Zeit stellen. Ja. Dann, wer sich noch einwechseln will, oder so, nutzen Sie die Chance, weil
allzu lange brauchen wir es auch nicht machen. Die Nacht ist zwar noch jung, aber dennoch ist die Diskussion hier ja schon im fortgeschrittenen Zustand. Und vielleicht gibt es nachher nochmal was zu trinken. Ja, ich weiß, der Schnaas kommt gleich dann mit der Harmoniezerstörung, aber ich wollte noch ermutigen, sich einzuwechseln. Herr Schnaas, Sie sind dran. Ich wollte nur noch mal mindestens darauf hinweisen, ich stimme restlos zu, aber will gegen uns sofort einwenden, dass dieses Argument, dass alles heute seinen Preis hat und nichts mehr seinen Wert, das ist ja natürlich auch alles Quatsch. Also, es stimmt ja nicht. Wir lassen unsere Lebensbereiche oder viele unserer Lebensbereiche ja eben nicht durchökonomisieren. Das ist ja einfach nicht der Fall. Also der Bezirk der privaten Beziehungen ist nicht durchökonomisiert. Der Bezirk der Familie, auch wenn Gary Becker es irgendwie versuchte, ihn auch noch irgendwie auf eine Formel zu bringen. Aber es sind definitiv Bezirke, die überhaupt nicht durchökonomisiert sind. Das heißt, wir haben auch Sphären, weiterhin Sphären, die wir sehr bewusst diesem rationalen, zahlenhaften, berechnenden Denken entziehen. Und ich möchte noch sozusagen die Zuspitzung wagen, dass wir der Kapitalismus uns auch in Wohlstandswelten expediert hat, die uns überhaupt erst ermöglichen, uns Zonen zu erobern, die jenseits der kapitalistischen Logik liegen. Darauf möchte ich bitte auch schon hinweisen. Wer Näheres darüber erfahren möchte, möchte sich mal bitte in bengalischen Dörfern umhören. Die zahlenhafte Logik, der sich ein Bettler jeden Tag sozusagen unterwerfen muss, ist ungleich größer als die zahlenhafte Logik, der wir alle uns unterwerfen müssen. Sie haben, ich glaube ausnahmslos alle, von intergenerationellen Dialog und diesem Denken in der Zeitlinie, in Zeitreihen gesprochen, und da habe ich rausgehört, Sie wollen mit mir kommunizieren. Und ich habe eine Frage, die leider wieder etwas vom Theoretischen zurückgeht. Herr Münch, wie sieht Ihre 20-Jahres-Agenda, und ich gehe davon aus, dass Sie eine haben und auch eine persönliche, denn Sie werden ja noch längere Zeit bei der GLS-Bank sein, hoffentlich. Wie sieht die aus? Wie sieht die Welt in 20 Jahren aus und was ist die Rolle Ihrer Bank und der Banken generell? Ich spreche mal für die GLS-Bank und spreche mal auf 4-5 Jahre. Da haben wir uns darüber Gedanken gemacht. Ja? Wir haben natürlich eine Vision nach vorne, deswegen formuliere ich gerne soziales Gestaltungsmittel, und da steckt eine ganze Menge Zukunft drin in diesem Gestaltungsmittel sozialer Art. Wir erleben ja, dass Menschen unterwegs sind. Nicht umsonst wächst die GLS-Bank, entwickelt sich ja, im Jahr um 20-25%. Nicht, weil wir hinstehen und sagen, wir wollen jetzt 25% wachsen und richten unser gesamtes Unternehmer oder unsere unternehmerische Philosophie danach aus, sondern es kommt von außen. Also die Menschen wollen wissen, was passiert mit ihrem Geld, die Menschen wollen wissen, wofür gibt die Bank Kredit. Da scheint eine Bewegung in Gang zu sein. Das heißt, meine Vision, wenn Sie mich so ganz persönlich fragen, weil ich ja auch durchaus 15, 16 Jahre bei einer großen konventionellen Bank unterwegs war und die andere Welt auch kenne, ist, dass ich so positiv gestimmt bin, dass diese Entwicklung weitergeht. Aber mir ist auch bewusst, dass diese Entwicklung nicht in 5 Jahren beendet sein wird. Dass es tatsächlich größere epochale Schritte sein werden, die 50, 70, 80 Jahre oder noch länger dauern werden. Und ich bin davon überzeugt, wenn Sie nach der Allgemeinbanklandschaft führen, dass die eigentlich systemrelevanten Banken die kleinteilig vielfältigen Banken sein werden. Die lernen werden müssen, assoziativ in Kooperation Dinge zu finanzieren, die zukunftsfähig sind, und dass die, die wir heute als systemrelevant bezeichnen, systemdestabilisierend und gefährdend sind. Die müssen wir einfach pleite gehen lassen. Oder? Zum Beispiel. Und die GLS-Bank ist dann die Bank, die in der nächsten Krise in 20 Jahren gerettet werden möchte. Nee, ich sagte ja Vielfältigkeit. Es gibt ja neben uns noch ein paar andere Alternative oder Social Banks. Das heißt, das System der Vielfältigkeit wird die Zukunft im Bankwesen und im Wirtschaftswesen voranbringen müssen. Die Welt wird hier eine GLS-Bank genesen. Dafür sind wir zu klein. Ja, die Zeiten verändern sich, dachte ich auch gerade. Gell? Früher haben die Studierenden in Tübingen die Veranstaltung gesprengt. Heute organisieren Sie sie. Stellen Sie da hinten an und fragen. Sie haben eingeladen zum intergenerationellen Dialog. Also die Zivilisierung der Welt, zumindest in Tübingen, schreitet voran. Ihre Frage. Ja, ich gehöre eher zu der Generation, die früher die Veranstaltung gesprengt hat. Deswegen
würde ich ganz gerne nochmal auf diese Ebene der Moral und der Verantwortung zurückkommen. Wenn Sie argumentieren, ja, dann muss man eben die Banken bankrott gehen lassen, dann müssen eben Staaten bankrott gehen, dann personalisieren wir das sehr stark. Es sind eben nicht die Banken, die bankrott gehen, sondern es gibt innerhalb der Banken welche, die sehr viel Profit gemacht haben, die sehr viel Geld mitgenommen haben und das herausgezogen haben und die dann eben von diesem Bankrott nicht mehr betroffen sind. Wenn ein Staat bankrott geht, dann geht die Gesundheitsversorgung kaputt, dann geht die Ausbildung kaputt, dann geht alles das kaputt. Und dann einfach zu sagen, ja, dann müssen wir eben alles bankrott gehen lassen und dann regelt sich das eben alles. Also ich glaube, die Ebene der Moral muss dann auch die Ebene der Verantwortung umfassen und die muss auch diese persönliche Verantwortung umfassen. Sonst funktioniert dieses ganze Modell nicht und davon habe ich heute Abend leider sehr wenig gehört. Eine Bank bankrott gehen lassen und ein Staat bankrott gehen lassen, sind für mich völlig verschiedene Dinge. Ja. Und wenn Sie sagen, einige Banken gehen ja gar nicht bankrott, Goldman Sachs kriegen wir nicht los, die haben ja so viele Gewinne gemacht. Ich leiere gerade mit Kollegen eine größere Studie über Schattenbankensystem an, dann kann ich Ihnen verraten, warum die keine Verluste einfahren, ja, weil sie es glänzend verstecken können. Also man muss natürlich mehr machen, das ist vollkommen richtig. Ja. Ein Staat bankrott gehen lassen halte ich für, also Staatspapiere, da kann man jetzt mal drüber reden, refinanzieren und so weiter. Aber der Punkt ist ja, wer hat denn die Sozialsysteme ruiniert? Das waren halt Finanzmärkte in letzter Zeit. Ja, wer hat denn Wasserversorgung ruiniert? Das war ja all dieses liberale Versprechen, das ein Bach runtergegangen ist. Ja. Ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen gibt es, wo also solche eine Deregulierung positive Effekte für die Konsumenten oder für die Beteiligten gehabt hat. Ganz wenige, ja. Da sehe ich aber schon auch, nochmal bitte Einspruch, also ich sehe schon die Schuld nicht nur bei den Banken, ich habe sie deutlich gemacht, dass ich sie bei den Banken sehe und auch bei den Staaten, aber ich sehe sie selbstverständlich auch bei uns allen. Wir sind es, die die Finanzmärkte mit ihren Renditeversprechen füttern. Das können wir bleiben lassen, bitteschön. Morgen Lebensversicherung kündigen dann, und auf die gesetzliche Rente vertrauen. Ich kann nur sagen, gute Reise. Also das wollen wir ja dann auch nicht. Also nochmal, also die Finanzmärkte haben eine Funktion und diese Funktion wäre sozusagen unsere Ersparnisse gewinnbringend anzulegen. Das ist das, worauf wir die ganze Zeit gehofft haben. Ja? Also ich, das, wie gesagt, das seien wir so ehrlich und zeigen nicht mit dem nackten Finger immer nur auf die bösen Banker, sondern zeigen bitte auch auf die Politiker, die diese Banker brauchen, damit sie ihnen ständig neues Geld pumpen, um uns zu beglücken. Und wir müssen uns auch Frage stellen, ob wollen wir dieses Geld tatsächlich immer gewinnbringend anlegen und dieses System da unterstützen. Diese Frage gehört zur Ehrlichkeit, wie ich finde, unbedingt dazu. Also ich nur einen Satz noch dazu. Ich stimme Ihnen zu, dass es ein sehr großer Unterschied ist, ob eine Bank bankrott geht oder ein Staat. Aber auch bei den Banken, auch bei diesen neoliberalen Versprechungen gibt es Menschen, die mit sehr, sehr viel Geld nach Hause gegangen sind, die nicht belangt werden, die keinerlei Verantwortung übernehmen. Und dann gibt es eben die Gesellschaft, die das tragen muss. Und das ist durchaus auch ein Aspekt, den wir in dem Zusammenhang diskutieren müssen. Da bräuchte man ja nur die Strafgesetz richtig anwenden. Ja, aber noch einmal, wenn die Banken alle pleite gehen, gehen die Staaten danach, also sozusagen pleite. Also das ist ja nun mal, also ich meine, in dieser Gefangenschaft befinden wir uns da gerade. Das ist doch der Kern der Krise. Die Politiker sind ja nicht alle blöd, die jetzt da hingehen und den Banken das Geld in den Rachen schmeißen. Das machen sie ja nicht einfach nur, weil sie meinen, Herr Ackermann hat es verdient. Also das machen sie doch gar nicht. Das ist doch nicht wahr. Sondern sie machen es selbstverständlich, um die Sparer zu schützen. Und natürlich kann Frau Wagen nicht hin und so, ja, die schützen die Aktionäre und die schützen die Banken. Es stimmt, das ist ein Teil der Wahrheit, aber eben nur ein Teil. Der andere Teil ist der andere. Also den muss man bitte zur Ehrenrettung der Banken bitte unbedingt immer zwingend mitbedenken. Und auch der Politiker, Herr Flauer. Ja, also die Politiker wollte ich jetzt nicht retten, aber ich wollte darauf hinweisen, dass das ganz besonders schlechte Entwicklungen haben wir doch in einigen Landesbanken, wo die Politik ja gerade auch eingegriffen hat. Also ich finde auch diese Frontstellung, böse privatwirtschaftliche Banken, und da gibt es obszöne Geschichten, also mit Boni und mit Abfindung und so weiter, wo ich wirklich sofort auf Ihrer Seite bin, ich weiß jetzt nicht, wo der Herr sitzt,
Ja, also das vollkommen bin ich vollkommen bei Ihnen. Aber schauen Sie sich mal manche Entwicklungen in Landesbanken an, ja, wo in einer Mischung aus, sagen wir mal, Inkompetenz und politischem Pfründewirtschaften, ja, gerade ganz, ganz gefährliche Dinge entstanden sind. Also die Lösung zu sagen, na, wir müssen die Privatwirtschaft hier an die Kandare nehmen, die Privatwirtschaft eben kontrollieren. Da haben wir die lieben Politiker, die ja immer ganz aus reinen Motiven heraus und immer dem Wähler verpflichtet, genau das Richtige tun werden, ja. Da bin ich äußerst skeptisch, ja. Also die Gier der Banker wird meistens durch die Dummheit der Politiker mehr als aufgewogen. Ja, durch die Leichtgläubigkeit der Wähler. Ja, ich nehme gerade mal die ungewohnte Rolle des Pragmatikers ein, aber glauben Sie nicht, dass wir, wenn wir unsere hehren ethischen, unsere moralischen Prinzipien in der Wirtschaft verankern wollen, dass wir dann das Sprachspiel des Geldes, der Wirtschaft annehmen müssen? Also ich höre hier sehr viel Revolutionäres, aber wenn wir tatsächlich Unternehmen wie Nestle oder Novartis dazu bringen wollen, ethisch zu handeln, die übrigens auch schon einiges unternehmen in dem Bereich, aber müssen wir dann nicht das Sprachspiel des Geldes annehmen? Und also die Sprache sprechen, die dort Gehör findet? Also das, was ich hier sehe, ist einfach sehr, sehr viel Prinzipientreue und Idealismus und nicht der Pragmatismus, der uns möglicherweise weiterführt. Wen sprechen Sie an, genau? Die Runde, denn das kam von allen. Ja, okay, von allen. Es fühlen sich alle angesprochen. Ich meine, gehen Sie voran, ich kann Sie nur ermuntern. Also seien Sie ein guter Konsument, tragen Sie Ihr Geld zur GLS-Bank, kaufen Sie Biofleisch, um diesen Irrsinn in diesen Fleischfabriken da, werden Sie Vegetarier, machen Sie Klimakompensation mit Ihren Flügen, machen Sie das alles. So geht's, ja, sicher. Es dauert. Nein, aber ich meine, dann kommt es ja nicht in die Unternehmen. Also, es ist da, dann glaube ich, kommen Denkprozesse selbstverständlich in Gang. Man darf nur nicht allzu optimistisch sein, weil auch Sie werden mutmaßlicherweise schon mal, nicht persönlich nehmen, aber bei der ein oder anderen Kaufentscheidung überlegt haben, ob Sie nicht vielleicht doch zu Saturn oder bei Amazon oder die, was weiß ich, keine Ahnung. Ich will Sie nur sagen, es macht auch Mühe, sich diesen Prozessen dann zu unterwerfen und ein Kunde, ein bewusster Kunde zu sein, der sein Geld, sein klitzekleines Ding macht und in der Summe, ja, wie gesagt, machen Sie Atomstrom weg, Ökostrom, zahlen Sie ein paar Prozente mehr. Ja, das meine ich ganz im Ernst. Das ist es, was wir alle machen können. Nein, ich begebe mich zurück auf die Seite des Anbieters, also zurück auf Firmenseite. Mhm. Dort diese Art und Weise des idealistischen, moralischen Anklagens kaum Gehör finden. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn man dann auf stumm schaltet und stattdessen die Art und Weise des Handelns fortführt. Und das ist der Punkt, den ich vorbringen möchte, dass wir diese Art der Kommunikation möglicherweise annehmen müssen und Ethik traurigerweise vorläufig noch in den Dienst des Geldes stellen müssen. Da muss man aber ein bisschen weniger Luhmann machen. Ja, weil es ist nicht einfach nur ein Sprachspiel, ja, es ist nicht einfach nur ein Sprachspiel, sondern es ist so, dass Unternehmen durchaus auch funktionieren können, indem sie ethische Maßstäbe, Fairness-Maßstäbe anwenden. Ich vergebe jedes Jahr als Vorsitzender des Kuratoriums der Fairness-Stiftung einen Preis an Unternehmen, die eben nicht das Spiel vollständig mitspielen. Es geht also. Ein zweiter Ding, da arbeite ich an einem anderen Ende, man kann dann ganz traditionell neoklassisch über Anreize gehen. Ja? Man kann die Unternehmen auch in eine Richtung treiben, indem man die Anleger aufklärt, was in dem Unternehmen passiert, indem man Fonds anbietet, die vollkommen transparent sind, wo man sieht, aha, der stellt zwar keine Waffen her, aber da ist an der Firma ist jemand beteiligt, der wiederum an der Waffenfirma beteiligt ist. Und plötzlich wählen dann die Anleger sich ein Portfolio aus, das diesen ethischen Kriterien entspricht. Und da appelliere ich sehr wohl, oder gehe ich sehr wohl davon aus, dass die Menschen eben nicht nur ein Homo economicus jeweils sind, sondern ethische Wesen. Und daran appelliere ich. Und insofern kann die Ethik durchaus steuernd und regulierend eingreifen. Und der Geldkreislauf ist nicht autopoietisch geschlossen und wir können nichts machen und so weiter. Das ist Luhmannsches Sprachspiel, das hilft nicht weiter. Ja.
Da habe ich mit Luhmann schon 1991 gestritten. Also wir haben die Freiheit, uns zu ändern. Sie haben auch noch eine Antwort, oder? Ja, es wird sich ja immer von beiden Seiten her bewegen. Auf der Angebotsseite ist der Auftrag klar an die Unternehmer, diese Widersprüche, die wir alle haben, zu überwinden in unserer Produktauswahl und vernünftige Ideen zu entwickeln. Das ist die eine Seite von der Anbieterseite. Und es werden wahrscheinlich auch nur die Unternehmen überleben, die sich sozialökologisch vernünftig verhalten. Das zeigt sich ja heute schon. Die Mehr zwischen Ökonomie und Ökologie, dass es da einen Widerspruch gibt, der ist überholt. Ne? Also Unternehmen werden dann erfolgreich sein, wenn sie sich ökologisch, sozial vernünftig verhalten. Und die andere Seite bleibt wieder beim Verbraucher. Ich zitiere da Götz Werner ganz gerne, der immer dieses Beispiel bringt. Wenn ich als Verbraucher eine Zahnpasta aus dem Regal raushole, dann gebe ich damit den Auftrag, die nächste Zahnpasta da wieder hinzustellen, genau die gleiche, die ich rausgenommen habe. Also wir kommen aus dieser Verantwortung, aus dieser Nummer als Verbraucher nicht raus. Mit all unseren Widersprüchlichkeiten, die wir haben. Erwarten Sie auch von den Unternehmen nicht zu viel. Unternehmen sind primär tatsächlich dazu da, ihr Business zu machen. Wir sollten sie auch, glaube ich, gar nicht von unserer Seite überfrachten mit sozialer Verantwortung und was sie alles machen müssen. Erstmal nicht. Dafür ist der Staat da. Das meinte ich mit den getrennten Funktionssphären. Ein Unternehmen hat drei Aufgaben. Er muss die Mitarbeiter irgendwie zufriedenstellen, er muss die Kunden irgendwie zufriedenstellen und er muss aber auch seine Eigner zufriedenstellen. Aber Teile, als Verbraucher zufrieden? Haben wir alle Möglichkeiten. Sind es valide Antworten? Also zufrieden bin ich nicht. Ich könnte noch ein bisschen was entgegnen, aber das führt zu weit, glaube ich. Schade. Ja, vor der Pause wurde davon gesprochen, dass es nicht um die Verknüpfung von Staat und Markt oder Politik und Markt gehen soll, sondern um den Gedanken, dass Geld mit Moral verknüpft ist. Und ich habe mich mit Ihnen vorhin kurz darüber unterhalten, dass Zeit oder dass ideelle Dinge einfach mehr wert sind als zum Beispiel Geld an sich zum Beispiel, dass man jemandem lieber Zeit schenkt und ihm ein Buch vorliest, anstatt ihm das Buch selbst zu schenken. Und deswegen würde mich interessieren, inwiefern würden Sie die Zukunft einschätzen, inwiefern können Sie sich vorstellen, dass es in Zukunft ideellen Dingen auch wieder mehr Wert zugemessen wird als Geld und materiellen Dingen an sich? Weil ich schon das Gefühl habe, dass wir dem Geld oder dem Geldzwang unterlegen sind und davon gar nicht wegkommen. Und kennen Sie vielleicht auch noch andere oder können Sie sich noch andere Alternativen dazu vorstellen? Haben Sie an jemand speziell die Frage gestellt? Sie haben jetzt alle angeguckt. Also wie gesagt, machen Sie es, schenken Sie mir Zeit und eben nicht das Buch. Kaufen Sie das Buch, also wir müssen es ja wahrscheinlich erwerben und verschenken Sie Ihre Zeit. Ich kann Sie nur ermuntern dazu. Ich warne nur davor, und das ist wirklich mir ein zentrales Anliegen, zu sagen, das Geld ist eine wunderbare Erfindung. Wir sollten erst gar nicht auf die Idee kommen, ihm sozusagen den restlosen, rettungslosen Bankrott des Finanzkapitalismus zum Anlass zu nehmen, das Geld an sich zu verteufeln. Nein, wir müssen ihm neue Zugangsmöglichkeiten eröffnen. Neue Zugangsmöglichkeiten eröffnen, er weiß da besser Bescheid als ich, bedeutet, lasst es zugreifen auf zunehmend knappe Ressourcen. Das hat es immer gemacht. Es waren nur leider nicht Klima, Wasser, Luft. Aber es fängt ja an, diese Dinge zu bearbeiten. Und Geld nähert sich wunderbar von unserem Gewissen. Lass es auf unser Gewissen zugreifen. Er kanalisiert dieses Geld. Er freut sich, dass dieses Geld, was unser Gewissen sozusagen bearbeitet, er wird es liebend gerne kanalisieren. Fangen Sie damit an. Aber wie gesagt, nicht das System, das Geld an sich verteuern. Also eine wunderbare Erfindung. Ich glaube, also die Anregung kann man vielleicht insofern aufgreifen, als eine Haltung, die begreift, dass, sagen wir mal, es ganz andere Sphären gibt, die emotionalen, die persönliche Zuwendung, die ganzen sozialen Bindungen. Gerade aus einer solchen Haltung heraus wird der Blick nämlich weiter und wird dann auch neue Anwendungsmöglichkeiten für das Geld finden. Das widerspricht sich meiner Ansicht nach nicht. Also ich habe Sie nicht so verstanden, dass Sie jetzt die Totalökonomisierung à la Gary Becker oder sowas fördern, sondern eher, dass Sie sagen, wir brauchen mehr so eine Art Geldpluralismus quasi. Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, die man mit Geld machen kann. Die entdeckt man aber nur, wenn man auch weiß, wie viele Sachen man ohne Geld machen kann. Ja, und Casino schließen. Also um das mal in zwei Worten zu sagen. Ja, selbstverständlich. Aber es gibt viele Dinge, die wir eben über das Geld nicht lösen können. Sie haben gesagt, lass sie auf
erschöpfbare Ressourcen oder sowas zurückgreifen. Das funktioniert nicht. Das sind öffentliche Güter, das sind global öffentliche Güter. Die Versuche, sie zu privatisieren, haben zum Kollaps der Zertifikatmärkte oder zur Bereicherung von vielen Leuten geführt. Es gibt Grenzen für das Geld und die werden jetzt erkennbar. Und da, die gute Nachricht für mich ist immer, Geld ist kein Ding und ist übrigens auch keine Erfindung. Ja, Geld ist ganz was anderes. Geld ist primär, so wie es alltäglich in unserem Geist funktioniert, eine Denkform. Moral ist auch eine Denkform. Wenn zwei Denkformen schon mal in unserem Geist sind, dann können wir die Gewichtung ändern. Ja, dann können wir sie in Richtung Moral verschieben. Das wäre mein Ansatz in einem Satz gesagt. Ja, hätte schon fast ein gutes Schlusswort sein können. Apropos, wir gehen auf 11 Uhr zu. Ich frage Sie gleich, ob Sie zufrieden waren noch mit den Antworten. Herr Theile hat noch. Wir machen noch eine Abschlussrunde und Sie können noch die Abschluss. Ich merke es ja, genau, da ist noch was. Ich würde sonst vorschlagen, dass wir dann die Diskussion in den informellen Teil verlagern, nach einer Schlussrunde. Es sei denn, hier will sich noch jemand einwechseln, aber dann habe ich sonst das Gefühl, auch dass wir hier jetzt lange und auch, glaube ich, mit starker Kondition spät am Abend, sie hatten ja alle Arbeitstage auch hinter sich, hier diskutiert haben. Und dann würde ich, wenn sich jetzt niemand mehr einwechselt, Herrn Theile nochmal das Wort geben und dann eine Abschlussrunde machen, Herr Theile. Okay, also Sie haben alle ein traumhaftes Menschenbild. Ich habe das ja auch. Was ist denn nur, wenn ich falsch liege? Wenn der Mensch vielleicht gar nicht so gut ist oder gar nicht so gut werden kann, wie wir uns das alle denken. Vielleicht müssen die paar Leute, die der Ethik dann wirklich Gewicht geben, Wege finden, dass diese Ethik die Gesellschaft bestimmt und möglicherweise die Menschen, die nicht so wahnsinnig viel Wert darauf legen, so motivieren, solche Anreizsysteme schaffen, dass sie es trotzdem tun. Im Sinne einer organisationellen Ethik, also einer Ethik, die innerhalb der Organisation verankert ist und damit dieses moralische Handeln bewirkt. Und das war eigentlich die Richtung, in die ich gehen wollte. Ich füge noch mal kurz an, ich habe gerade eine Woche Wieland hinter mir aus Friedrichshafen, Zeppelin University. So, wer wagt sich an eine Antwort? Ja, bevor wir eine Schlussrunde anfangen, was auch eine gute Idee ist, ich habe noch eine Frage für die Schlussrunde, deswegen würde ich sagen, machen Sie denn Antwort auf Herrn Theile und dann machen wir eine Schlussrunde. Also, das ist eine interessante, Zumutung oder eine interessante Behauptung, ich hätte ein zu positives Menschenbild. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Ich habe immer ich bin da eher skeptisch. Ich glaube nicht, dass Menschen per se gut sind, auch nicht, dass sie per se schlecht sind. Ich glaube, dass sie neugierig sind und entwicklungsfähig. Und darauf setze ich eigentlich. Das ist für mich viel entscheidender. Also ich glaube, dass mit dem guten Menschen, an dem man nur appellieren muss und dann wird das alles in Ordnung gehen, das halte ich für vollkommen blödsinnig. Ja? Also ich bin da eher wirklich skeptisch, aber ich glaube einfach, dass der Mensch zu neugierig und zu vielgestaltig ist, als dass er sich, sagen wir mal, auf so ein einfaches System verlassen würde. Nicht? Er sucht nach neuen Möglichkeiten und darauf rechne ich eher, als dass ich ihn mit irgendwelchen Moralpredigten auf den richtigen Weg bringe. Ja, also ich kann mich auch nur anschließen. Ich nehme auch für mich in Anspruch, mit recht kaltem soziologischem Blick auf die Welt zu gucken und habe sicherlich kein positives Menschenbild. Im Gegenteil, ich habe, wenn dann eher ein, ich sag mal, realistisches Menschenbild. Aber genau deswegen sage ich ja, wir sollten versuchen, uns vielleicht davor hüten. Ich bin nicht so optimistisch, dass wir das Geld allzu sehr moralisch anreichern sollten und auch die Sphäre der Wirtschaft zu sehr moralisch anreichern wollten. Ich wäre eher der Meinung, dass wir, ganz im Gegenteil, weil meine Grundannahme eher pessimistisch ist, dass wir institutionelle Sicherungen einziehen, die uns gewisse Grenzen auferlegen. Und diese institutionellen Sicherungen, ich habe es, glaube ich, schon mal klar gesagt, das hat nichts mit Staatsinterventionismus zu tun, sondern es ist das, wofür früher, wie gesagt, einmal das schöne Wort der Ordnungspolitik zur Verfügung stand. Also so würde ich es meinen wollen. Weitere Menschenbilder noch? Oder? Ich habe, glaube ich, mittlerweile das positivste Menschenbild von Ihnen allen. Aber, ja. Ja, vielleicht ein Begriff vom Menschen, aber ein Bild habe ich keins. Ja. Na, mich stört eines, wenn man negative Eigenschaften
die im Gespräch sofort erkennbar sind und wo viele zustimmen, wenn man negative Eigenschaften, und dazu zählt nun mal die blinde Maximierung einer leeren Einheit, und das ist die Geldgier, wenn man solche Eigenschaften als Normalität, sogar als etwas zu Lehrendes in den Schulen und als vorbildlich in bestimmten Zeitschriften taucht es so auf, der Manager des Jahres und so weiter, der nichts anderes tut als dies, dann wundert es mich nicht, dass Menschen nicht so ganz so toll sind, wie Sie ja richtig anmerken. Kurz, mir käme es darauf an, dass man jene Menschen wieder zum Vorbild macht, die ganz anders sind. Ja. Die das Wort Mitgefühl nicht als Gutmenschentum abtun, die Einsicht haben, die über Achtsamkeit verfügen, und jetzt merken Sie ein bisschen den Buddhisten in mir, der solche Dinge sagt. Ja. Das glaube ich sehr wohl. Kurz, ich glaube, dass wir, Menschen sind veränderungsfähig. Das ist keine Konstante, es gibt kein Wesen des Menschen. Das ist der ganze Reduktionismus, das Gehirn ist so, und darum können Menschen nicht verändert werden. Und all diese Reduktionismen, die wir, früher hat das Sein das Bewusstsein bestimmt, heute ist es der frontale Kortex, der das Bewusstsein bestimmt. Ja. Das halte ich alles für einen Blödsinn. Ja. Also Menschen, da schließe ich mich ganz an Herrn Vielhauer an, Menschen sind entwicklungsfähig. Genau. Und es hängt sehr davon ab, worauf wir blicken, wohin wir uns entwickeln wollen. Und wenn wir immer sagen, der Mensch ist schlecht und der Mensch ist ein Homo economicus, man kann es sowieso nicht ändern, ja, dann bleibt er auch so. Das ist doch klar. Ja. Also ich gehe zum Beispiel, ja, bitte. Also ich gehe davon aus, weil das motiviert ja schon, wenn Sie so ganz persönlich nach Menschenbildern oder Lebenserfahrung letztendlich auch fragen, daraus entwickelt sich auch durchaus ein Menschenbild. Ich glaube, dass Menschen entwicklungsfähig sind. Ich glaube, dass Menschen Fähigkeiten ausbilden können. Und ich glaube, dass Menschen grundsätzlich friedfertig sind. Und wenn ich so die letzten Entwicklungen anschaue, auch in der Geschichte, scheint es ein Bedürfnis zu sein, friedfertig zu leben, jetzt nicht pathetisch gemeint. Deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass die Entwicklung in die Richtung gehen wird. Entwicklungsfähigkeit, Fähigkeiten ausbilden und das Bedürfnis nach Friedfertigkeit. Da freut sich der Weltethiker hier vor Ort, dass Sie da so Grundkonstanten feststellen, die dann nachher, aber das ist jetzt nicht der Abend, dafür auch mit Weltethos-Elementen zusammenfallen. Ich danke Ihnen allen und möchte Ihnen die letzte Gelegenheit geben, uns nochmal zu teilen. Wenn wir ein positives Menschenbild haben, dann zumindest ja insofern, als das, was jeder von Ihnen gesagt hat, also lern- und entwicklungsfähig ist der Mensch wohl. Deswegen möchte ich Sie fragen, was haben Sie heute Abend gelernt? Was nehmen Sie mit aus der Runde, aus der Diskussion? Vielleicht auch eine Bestätigung einer Einsicht, die Sie schon hatten, vielleicht auch irgendwie was Neues, wo Sie, ach, das hatte ich noch nicht gedacht. Ich glaube, es gibt viele von uns, ich hatte mit Sicherheit einige Lernerlebnisse, aber zu viele, als dass ich die hier beichten möchte. Aber vielleicht sagen Sie mir, sagen Sie uns, was haben Sie heute Abend hier gelernt, Herr Theile? Vielleicht wollen Sie anfangen, wo Sie gerade auch noch hier oben sitzen. Jetzt hat sie es erwischt. Unfair. Nee, was ich gelernt habe, ist wirklich, dass es noch positivere Menschenbilder gibt als das des Herrn Professor Wieland aus Friedrichshafen, der mich gerade eine Woche gebrainstormt hat. Also, nein, nicht gebrainstormt, gebrainwashed, das war das Wort, nach dem ich suchte. Danke. Ja, was habe ich gelernt? Also ich habe gelernt, ja, mein Menschenbild ist vielleicht tatsächlich in der einen Hinsicht ein bisschen positiver geworden, weil ich gemerkt habe, dass so extrem unterschiedliche Leute mit extrem unterschiedlichen Ausgangspunkten doch sich über bestimmte Punkte sehr gut verständigen können. Also ich fand, ich muss uns da mal ganz klar selbst loben, ja. Es war irgendwie eine konstruktive und angenehme Diskussion und da wird noch sicherlich Lerneffekt auch draus entstehen. Ich merke einfach, dass das Thema Geld quasi unerschöpflich ist. Also ich habe mindestens 10 Probleme sind mir wieder aufgetaucht, wo ich sage, da musst du mal wirklich dich noch mit beschäftigen, das musst du besser verstehen. Und insofern komme ich mit mehr Fragen aus der Veranstaltung als mit Antworten, aber so soll es vielleicht auch sein. Ja, ja, was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass man von der Zukunft nur behaupten kann, dass sie stattfindet. Also mit anderen Worten hinein, und zwar offenen Blickes, mit offenem Visier und noch einmal, dass es darum geht, weder das Geld zu verteufeln, noch darum geht, es zu verheiligen, also letzteres schon gar nicht. Was ich vor allen Dingen gelernt habe, ist,
dass es wahnsinnig unterschiedliche Ebenen gibt, auf denen man über dieses Geld diskutieren kann. Und auch das ist Ihnen ja wohl wahrscheinlich sehr klar geworden, dass wir manchmal hier die Schwierigkeit hatten, die Welt der Sparkasse gegen die Welt der sozusagen kulturgeschichtlichen, universitären Ausleuchtung des Geldes hier auf einen Nenner zu bringen. Für den Praktiker ist Geld eine schöne Erfindung, aber eben etwas, womit er täglich zu tun hat. Für den Theoretiker ist es ein, ich kann es Ihnen sagen, nicht enden wollendes Elend, sich damit zu beschäftigen. Herr Lamberta. Ja, vielleicht wäre die Frage eigentlich eher ans Publikum gerichtet. Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass es viele Menschen sehr stark interessiert bis um 11 Uhr in die Nacht. Das ist ein Stück weit überraschend, das hätte ich nicht erwartet. Und ansonsten kann ich mich da anschließen. Also die Unterschiedlichkeit, die aber dann final dann doch immer wieder am gleichen Punkt geendet hat, die viel mit Menschenbild zu tun hat, viel auch mit der Frage, was tue ich denn persönlich? Ja, also habe ich meinen eigenen Tübinger quasi im Kopf, kaufe mit dem hier ein? Oder habe ich in der Sprechblase den Tübinger und ansonsten ist mir dann doch der Dreierpack Weckchen beim Aldi, das, was mir näher liegt. Das war für mich so die Conclusion, die ich immer wieder gehört habe. War nicht überraschend, weil wir doch unterschiedlich unterwegs waren. Danke Ihnen, Professor Paulpey. Also ich habe eine Bestärkung einer Beobachtung heute Abend erfahren. Es war so, vor 5 Jahren, 6 Jahren, an der Hochschule, nicht, das ist nicht mein Wesen, aber ich war so ein Hauch Melancholie war immer stärker in meinem Geist, wenn ich die Studenten angeschaut habe, weil sie waren einfach so sehr auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet, das mich überhaupt nicht interessiert, ja, dieser berufliche Erfolg und so weiter. In den letzten Jahren habe ich beobachtet, kommen immer mehr auf mich zu und die wollen sie jetzt wirklich wissen, die wollen verstehen, was Geld ist, die wollen wirklich wieder nachdenken, die wollen was über Philosophie hören. Und was mich jetzt hier bestärkt ist, dass die Vermutung, also die nehme ich wieder als große Kraft mit, die Vermutung, die ursprüngliche Form der menschlichen Vergesellschaftung, wie ich das immer so ganz gerne ausdrücke, ist das Sprechen miteinander. Ja, das Sprechen miteinander ist eigentlich das tragende Fundament. Und all das, was wir an komplizierten Problemen haben, das können wir besprechen. Wir können darüber reden. Das ist eine Förderung einer wirklichen Demokratie, nicht so einer repräsentativen Verabschiedung eines Diskurses. Ja, das scheint mir also etwas zu sein, was man lernen kann. Und vor allem auch, da bedanke ich mich ganz herzlich, das Zuhören gehört zum Sprechen. Ja, Sie haben halt sehr viel geleistet, indem Sie achtsam zugehört haben. Das finde ich wirklich sehr gut, dass das möglich ist. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber in Tübingen, ja gut. Herr Münch, Sie sind Tübingen schon gewöhnt. Was haben Sie gelernt? Ja, nur ich bin in Stuttgart zu Hause letztendlich. Aber trotzdem, ich finde schon fantastisch, dass man mit dem Thema und der Zukunftsfrage Geld eine lange Nacht gestalten kann und dass sich Menschen so lange dafür interessieren und ausharren und wahrscheinlich mit mehr Fragen nach Hause gehen, als sie hergekommen sind. Und für mich ganz persönlich, was habe ich gelernt? Ich hätte wohl lieber Ökonomie studieren sollen. Das fasziniert mich, als nur Bankkaufmann geworden sein zu dürfen. Das wäre schon hilfreich gewesen. Und ich wünsche, dass, egal wer hier sitzt, Betriebswirtschaftler, Volkswirtschaftler ist, dass die sich mit den Fragen auseinandersetzen, die wir hier diskutiert haben. Ja, ich darf mich bedanken bei Ihnen allen für Ihre Diskussion, auch für die Kondition, die Sie gezeigt haben, aber natürlich auch bei Ihnen, die in der Tat, da hat der Professor Brotberg gerade schon gesagt, und Sie, Herr München, ja auch, die Sie auch eine große Leistung hier vollbracht haben, dabei zu sein. Und wenn Sie gleich alle aufstehen, zeigen Sie auch, dass Sie nicht eingeschlafen sind, oder dass Sie nur noch sitzen, weil Sie schlafen. Sondern ich glaube, es war eine spannende Diskussion. Jetzt gehen wir zum informellen Teil über. Der formale Teil, der gleich hiermit für beendet. Bedanke mich ganz herzlich bei dem Adrian von Jago und seinem Team von Oikos, die uns hier das organisiert haben, die uns hier gehostet haben. Ganz herzlichen Dank. Und ich wünsche Ihnen allen natürlich einen guten Nachhauseweg, aber vor allem auch den Rückweg eines Tages oder eines Abends hierher. Wir haben ja weitere Veranstaltungen hier. Demnächst kommt Heiner Geißler und dann geht es um aufgeklärtes Wirtschaften. Das wird im Januar der Fall sein. Wir werden es rechtzeitig bewerben, aber wir freuen uns, wenn Sie dann wiederkommen. Dann allerdings müssen wir der Regulation wegen auch Eintrittskarten verkaufen.
Herzlichen Dank und schönen Abend und auf Wiedersehen.